Die heutige Episode wird euch präsentiert von 54.de. 5 als Zahl, 4 als Wort.de. Da kriegt ihr Sportergebnisse, keine Ahnung, Veranstaltungstipps, die Sachen, die ich so schreibe und jede Menge Spaß für die Postleitzahlen, Region 54. Dazu werden wir natürlich auch noch präsentiert von skillcontrol.de. Dort könnt ihr alles lernen, was in irgendeiner Form mit Musik zu tun hat. Und zwar völlig mühelos, preiswert und mit richtig viel Spaß. Und wir werden präsentiert von allem, was Steini so macht. Deshalb jetzt los. Guten Tag, Morgen, Abend, Nacht, wo auch immer, wann auch immer ihr uns hört. Und ihr fragt euch sicherlich unzurecht, Steini? Hat er Steini gesagt? Ja. Wir haben den unfassbar unvergleichlichen Michael Stein heute dazu bewegen können, in unseren Podcast zu kommen. Und nicht nur das, er ist nicht einfach nur zugeschaltet, sondern er sitzt in den privaten Gemächern von meinem lieben und geschätzten Kollegen Johannes Schier. Deswegen sage ich gleich doppelt Grüße, lieber Johannes, und vor allem Grüße und herzlich willkommen, lieber Steini. Schön, dass du da bist. Ja, genau, dem schließe ich mich an. Also neben mir sitzt hier, ich hab in meinem Darkroom mal alle Lampen angemacht, damit man mal sieht, wie es hier aussieht. Und neben mir sitzt der von uns allen geliebte und geschätzte Michael Stein, seines Zeichens Star-Trommler und Schöngeist. Sowie ein Bon Vivant und ein Connoisseur von Cabanossi-Würstchen. Sehr gern. Okay. Danke. Ja, hallo und herzlich willkommen auf jeden Fall. Wir werden heute ganz viel über die ganzen Projekte reden, die der Michael, oder wir sagen jetzt Steini, die der Steini so macht. Ja. Der Steini, der war schon mal in meinem Podcast, Cheer, sein Podcast, sogar schon zweimal. Mhm. Einmal haben wir, glaube ich, auch nur ein Spiel gespielt. Und das andere Mal, und da empfehle ich besonders, haben Steini und ich nämlich Südstaaten-Gambo nach einem Südstaaten-Rezept gekocht. Und das war, wie soll ich sagen, das war nicht nur lecker für die Ohren. Das war was richtig Feines. Und wer das nachkochen will, kann ich nur empfehlen. Die Folge heißt Johannissimo und ist bei Schier sein Podcast, also meinem anderen Podcast, zu hören. So ein bisschen Schleichwerbung muss auch mal sein. Philipp, wie war die letzte Zeit so für dich? So seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich würde nämlich sonst gern mit einem Feelgood-Thema einsteigen. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja auch gar nicht lange darüber quatschen. Wenn wir nämlich schon mal einen Gast da haben, dann brauchen wir natürlich den ganzen Smalltalk-Scheiß nicht, den ganzen Politwahn, über den wir sonst stundenlang hier in eurem Philosophie-Podcast Nummer 1 eigentlich reden. Wir sind ja immer noch in unserer Sparte ein Musik-Podcast und deswegen bin ich natürlich seit 14 Tagen gespannt wie ein Flitzebogen, was der liebe Steini uns zu erzählen hat. Denn der Steini ist, im Gegensatz zu Johannes und mir, haben wir eben schon im kleinen Vortalk festgestellt, quasi ein echter Musiker. Also jemand, der so richtige Konzerte spielt, der so richtige Venues spielt. Also kurz erklärt, der Steini, der kennt die große, weite Welt, die Bühnen, die Bretter, die die Welt bedeuten. Und da wollen wir heute natürlich ein bisschen was von dir erfahren. Wie ist das so, wenn du mit einem langen weißen Schal, einem Zylinder und einem Gehstock in so einen angesagten Club kommst, nur um, ich sag jetzt mal, wie soll ich jetzt sagen, festzustellen, dass die Spülkästen doch alle mit Olivenöl klebrig gemacht werden und eine Koks nicht mehr drauf hält. Ja, gute Frage. Vor allen Dingen frage ich mich, wo ich einen weißen Schal habe. Aber wenn das dein größtes Problem ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also nochmal, ich stelle nochmal die Frage. Wie ist das so, wenn man mit so einem langen weißen Schal, einem Zylinder und einem Gehstock in so einen Club reinkommt, um dann festzustellen, dass auf der Toilette alles mit Olivenöl eingeschmiert ist und mit der Koks schön kleben bleibt? Ja, das ist halt so, wie es im Catering-Plan halt drinsteht. Ne? Kennt man ja. Also, um dem Ganzen jetzt mal so eine Stoßrichtung zu geben. Eigentlich ist es ja so, du hast ja schon auch da angefangen, wo wir letztlich hängen geblieben sind, nämlich beim Manstrip. Nein, beim
Bei der Unterhaltungsmusik, bei der Tanzmusik. Genau. Also im Prinzip haben wir so ein bisschen die gleichen Wurzeln, aber du hast irgendwann, wenn ich das richtig verstehe und vorgreifen darf, mal die Entscheidung gefällt, dass der spontane kleine Mammon jetzt nicht mehr von Interesse ist, sondern die musikalische Befriedigung im Vordergrund steht. Mhm. Hast eine recht lange, wenn ich jetzt richtig beobachtet habe, recht lange Durststrecke auch gehabt, wo eigentlich gar nicht so wirklich klar war, ob damit Erfolg zu haben ist. Mhm. Und kannst eigentlich heute wirklich mit einem ziemlich beeindruckenden Portfolio aufwarten. Und hast es bis hierhin in den Entertainment Olymp geschafft. und bis jetzt hier bei uns im Podcast. Also, der Hammer. Ja, stimmt schon. Also wir haben ja auch zusammen lang Musik gemacht. Steini war auch ein Hyundai der Musikszene, ganz früher mal. Ja, ich erinnere mich noch ganz dunkel an diese Zeiten. Mhm. Das Schlimme ist, muss man vielleicht sagen, Steini kennt halt auch viel mehr Geschichten von mir, von der Bühne, als ich sie selber mir noch merken konnte. Aber neulich mal festgestellt. Ja, das war schon eine lustige Zeit. Also, aber irgendwann ging eigentlich schon so vor knapp 30, also eigentlich vor 30 Jahren, oh Gott, 30 Jahre, mit der eigenen Mucke machen und so weiter. Und ich war halt immer ein Freund der etwas härteren Musik. So halt im Teenager-Alter, so 13, 14, 15, ging dann halt eben los mit den Kassetten auf dem Schulhof austauschen. Was war denn so die Band, die dich quasi angefixt hat zu trommeln? Das würde mich interessieren. Obwohl, ich weiß es wahrscheinlich, aber sag mal so für die Kinder da draußen. Erzähl mal. Eigentlich, genau, wieso ich am Schlagzeug gelandet bin, war so The Who waren das eigentlich schuld. Mhm. Also streng genommen Keith Moon. Meine Eltern, die hatten zu Hause einen ziemlich gut sortierten Plattenschrank. Da waren Rolling Stones drin, Beatles und halt eben auch The Who mit einem Doppelalbum, The Story of The Who. Das ist so ein Best-of-Compilation von 1976. Und vorn drauf auf dem Cover war ein explodierender Flipper. Also nicht der Delfin, sondern... Da hat wieder einer Thunfisch essen wollen. Nein, so ein Pinball-Maschinchen halt. Die war also gerade in dem Moment, wo du zerbrachst. Ja. Und innen drin war im Gatefold, also in dem Clubcover, war ein kleines Buch drin mit der Geschichte von der Band. Darum heißt die Platte auch The Story of The Who. Und im Centerfold in der Mitte war ein körniges Fisheye-Foto, also mit einer Fisheye-Lens, wo du halt eben Action auf der Bühne gesehen hast. Also Roger Daltrey war gerade sein Mikro am Schleudern, rechts daneben Pete Townsend am Springen und die Windmühle am Machen. Ja, John Entwistle hat mit seinem Bass halt wie immer da rumgestanden und hat gespielt. Und hinten sahst du nur Schlagzeug. Dieses riesige Drumset von Keith Moon in der frühen 70er-Phase mit Doppelreihen Toms und Becken und ein so ein kleiner Kopf und zwei Stücke. Und da wusste ich, das will ich auch. Das will ich auch haben. Genau. Und dann habe ich halt meinen Eltern gesagt und haben die gesagt, boah, muss das sein. Willst du nicht irgendwie... Mundharmonika lernen. Irgendwas so. Nee, Mundharmonika ist ja auch für junge Eltern, glaube ich, ziemlich schlimm, wenn man... Also für junge Eltern ganz schlimm ist es Geige, ne? Aber, ja. Aber dann habe ich halt nervhaft gemacht und getan und bin immer dran geblieben, habe Töpfe zu Hause geholt oder halt die alte Stühle mit Lederbezug, weil da konnte man, wenn man mit dem Röhrlöffel drauf gespielt hat, einen coolen Bassdrum-Sound so ungefähr simulieren. Und die einzige Möglichkeit damals für mich, Schlagzeug spielen zu lernen, war halt im örtlichen Musikverein. Aber die haben die erst mit 10 durfte man. Ich war aber 3 und wollte schon. Du warst 3? Ja, ich war 3, wie ich anfangen wollte. Du hast mit 3 Jahren ein The Who Club Cover in der Hand gehabt? Ja. Okay. Gut, wusstest du da schon, was ein Gatefold ist? Nein. Also ich habe gerade erst gelernt, was ein Gatefold ist. Nee, das ist... Ich dachte, ich immer so Baby-Zack mit deinem Gatefold. Nein. Ah, okay. Nee, im Schallplatten wusstest du ein Club Cover. Ja. Heute käme wahrscheinlich das Jugendamt, wenn jemand mit 3 sagen würde, ich habe zu Hause in Doppel-LP von The Who gesehen, da explodieren Sachen drauf. Na, da kommt direkt der Jugendamt. Sachen drauf, genau. Da explodiert ein Flipper drauf. Oh, Tierschutz da, scheiße. Ja. Direkt, ja. Was sollte, ne? Naja, und als ich dann 9 war, durfte ich ein Jahr früher Unterricht im Musikverein bekommen. Dann habe ich halt eben angefangen. Ja. Und du hast dann in dem, also Musikverein, für die Leute, die jetzt nicht so aus der lokalen Mosel-Saar-Region kommen,
Musikverein heißt eigentlich Blasorchester im Ort. Ja. Und du warst dann da auch Drummer. Das heißt, du hast jetzt nicht nur da gelernt und ich bist dann Rock'n'Roll machen gegangen, sondern du hast tatsächlich auch hier Trommelchen, wenn ihr Trommelchen hielt. Ich habe da richtig mitgemacht, auch alles wird dazugehört und die ganzen Konzerte, Platzkonzerte auf den anderen Dörfern, wo wir gespielt haben. Und zuerst waren wir halt zu dritt, da habe ich nur Snare gespielt und Becken und da war noch der Willi an der dicken Trommel. Props an Willi an der dicken Trommel. Und schön ist, Willi. Jeder hat einen Willi an der dicken Trommel. Jeder hat Willi an der dicken Trommel. Der hat mir so die Angst genommen, vor Leuten zu spielen. Okay. Mhm. Wie? Mit Bier? Nee, mit gut zureden. Okay. Der hat immer so was Beruhigendes an sich. Der lebt auch noch, der ist jetzt, glaube ich, 90, wird er dieses Jahr. Ja, du hast ja sowieso, muss ich mal gerade so sagen, finde ich ja, was ich ja total abgefahren finde, ist, du bist musikalisch ja wirklich ziemlicher Schlechter. So, du stehst halt auf hartes Zeug, du machst auch hartes Zeug und du bist einer der Leute, die es aber geschafft haben, tatsächlich die Brücke auch zu bauen, hier in dem kleinen Dorf. Man darf vielleicht sagen, dass, wenn man nicht ganz grob sieht, Steine nicht aus dem gleichen Dorf kommen. Mhm. Ja. Allerdings ist Steini gebürtig und ich bin zugezogen. Ja. Und aber hier in dem kleinen Dorf quasi trotzdem jeden zu kennen und trotzdem irgendwie jetzt nicht als der Awkward-Typ, mit dem keiner reden will oder sowas zu gelten. Ich meine, heute sind auch andere Zeiten als in den 80er Jahren, in denen du das so etabliert hast. Mhm. Und da gab es mit Sicherheit auch so den ein oder anderen sagen wir mal, zwiespältigen Moment, wo du halt auch nicht wusstest, bin ich jetzt Rebell oder bin ich jetzt hier Teil von der Dorfgemeinschaft? Und ich finde, du hast da irgendwie immer einen ganz guten Bogen so dazwischen gehalten. Ne? Also ich meine, hier in der Nähe von meinem Haus gab es früher eine Kneipe, da hat eine Frau hat die noch betrieben, die saß im Rollstuhl hinterm Tresen und die Männer haben sich die Biere selber genommen und da waren halt nur Landwirte über 75 und du. So, das wirft natürlich Fragen auf. Ja. Also um das mal so einzuwerfen, ich finde das halt total abgefahren, wie da der Bogen spannt. Mhm. Ne? Also du kannst halt sowohl in der Welt als auch in der Welt so völlig selbstverständlich dich bewegen. Und das ist ja auch nicht normal. Ich weiß auch, wovon ich rede, weil ich versuche ja gerade in die Welt hier so ein bisschen einzudringen. Aber du musst ja 30 Jahre irgendwo sein, bis du nicht mehr zugereist bist. Das ist halt. Oder du musst einen Traktor haben, dann gehörst du eh direkt. Ach gut, da geht ja schnell. Ja, komm ich mit dem Traktor. Schnell. Ja. Ah, hast du einen Traktor? Deine Chance. Nee, nicht mehr. Wir hatten einen. Siehst du, das war der Trick. Ich wollte fragen, was ist der Trick? Den Traktor haben. Den Traktor haben. Ich muss dazu aber auch noch sagen, mein Opa war ja auch lange in diesem Musikverein. Und, der war auch Ehrenmitglied und alles. Und da war halt schon die Verbindung da gewesen. Mhm. Ich habe heute immer noch einen guten Draht zu unserem Verein, weil. Hast du für den Verein mal gearbeitet, so unterrichtet und so, später als Profi? Ich habe auch Unterricht gegeben, also Jugendausbildung gemacht. Ich habe Orchesterworkshops mit denen gemacht, beziehungsweise halt eben den Schlagzeugsatz dann betreut beim Orchesterworkshop, wenn es auf ein Jahreskonzert zuging oder sowas. Das habe ich natürlich auch gemacht. Das heißt, du kannst auch also jetzt nicht nur in Anführungszeichen Schießbude, vielleicht so ein bisschen für die Zuhörer, die jetzt nicht so selber praktizierende Musiker sind, ganz interessant. Schlagzeug kann sehr viel bedeuten. Ja. Und wenn du im klassischen Musikbereich bist, heißt Schlagzeug normalerweise ein LKW voll Kleinzeug und 8 Mann. Das heißt, einer spielt Vibraphon oder Marimbaphon, einer hat, keine Ahnung, die dicke Trommel, dann sitzt einer an den Pauken, dann macht einer gemischte Percussions. Und die Herausforderung ist, man berichtige mich, wenn ich jetzt scheiße rede, aber die Herausforderung ist ganz oft weniger die musikalische als mehr die logistische. Also wie teilen wir uns jetzt auf, dass das im Lied alles oder im Stück alles bedient wird und wer macht jetzt was wann? Und das ist halt, das fand ich immer ziemlich abgefahren. Mhm. Weil wenn ich in Orchestern spiele oder gespielt habe, bin ich eigentlich immer in der Nähe der Schlagzeuger als Gitarrist, bist ja Teil der Rhythmusgruppe und so weiter und kriege ich das immer mit. Mhm. Und das ist eigentlich immer ganz, da ist immer viel Logistik dahinter. Du musst halt gut organisiert sein. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch lange Orchestermusik noch nach dem Musikverein gemacht, beziehungsweise während der Musikvereinszeit. Entschuldigung, ich muss mich Richtung Mikro halten. Und das ging halt mit Kreisjugendorchester, Landesjugendorchester, Europäisches Jugendorchester, dann Harmonieorchester der Stadt Luxemburg vom Konservatorium. Also irgendwie war immer die Mischung Klassik beziehungsweise symphonische Musik und den Krach, den ich dann noch nebenbei gemacht habe.
Ja, wobei Klassik und Metal ja eigentlich schon viel auch miteinander zu tun haben, in ihrer Machart. Ja, finde ich. Also jetzt nicht nur der sogenannte True Metal oder Neoclassical Metal, der ja dann auch wirklich genau das Tonmaterial benutzt, sondern ich finde, im Mindset haben Klassik und Metal viel miteinander zu tun, weil oft recht wenig improvisiert wird. Vieles ist sehr auf Präzision getrimmt und sehr einstudiert und so weiter und so fort. Also und du brauchst halt einfach eine gewisse Fertigkeit am Instrument. Du kannst halt guten Metal nur sehr schwer spielen, wenn du halt nicht auch eine gewisse Artistik an deinem, zumindest ich spreche jetzt mal aus Blickwinkel vom Gitarristen. Wenn ich da eine Frage stellen darf, Steini, das ist bestimmt auch interessant für unsere ZuhörerInnen, vor allem die, die vielleicht gar keine Berührung mit Schlagzeug oder Schlagwerk bislang hatten. Wie Johannes gerade gesagt hat, es ist ja hoch anspruchsvoll, sowohl Orchester, Perkussion im weitesten Sinne, als auch im Metal-Bereich Drumming. Wie viel hast du denn da so geübt? Ist dir das leicht gefallen oder hast du da sau viel Zeit investieren müssen, um so gut zu werden? Oder hattest du da so ein konkretes Ziel schon relativ früh, die und die Technik zu erreichen? Oder ich meine, oft geht es ja um Geschwindigkeit. Ne? Also bei Metal denkt man natürlich relativ schnell so an Sachen wie Double Bass und so ein Zeug halt. Ne? Also vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen. Das ist bestimmt interessant. Ja, also vom Üben her, da gab es nie irgendwie das Problem, dass ich keinen Bock zum Üben hatte. Also ich bin aus der Schule heimgekommen, habe gegessen, habe mich an mein Schlagzeug gesetzt und habe eigentlich nur Drumset geübt. Und der Rest so für abgesehen von den Marimba oder diese Stabspiele, sagt man auch Marimba, Xylophon, Vibraphon. Also gestimmte Percussion, ne? Genau. Wie gesagt, Tuned Percussion, sagt man. Ja. Ja, also da musste ich natürlich dann ein bisschen anders rangehen. Da hat mir aber auch der Faktor geholfen, dass ich auch noch Klavierunterricht gehabt habe. 6 Jahre lang, da haben mich meine Eltern halt dazu genötigt, weil die dachten, okay, wenn der Junge jetzt schon Schlagzeug spielt, dann soll er auch noch ein Instrument lernen, damit er versteht, wie Musik eigentlich funktioniert. Ich glaube, es ging wahrscheinlich eher darum, so von wegen, ja, der soll ja an Weihnachten auch mal was vorspielen oder am Geburtstag. Und wenn er dann nur Schlagzeug spielt, dann ist das halt... Hier ist halt Happy Birthday so ein bisschen monoton. Nee, das musste ich nie. Okay. Nee, das war bei uns nie irgendwie gesetzt. Wie ist jetzt, spielst du das Ding schon? Jetzt spielen wir mal schön ein Geburtstagslied. Das war nicht so. Ja, und dann habe ich eigentlich viel Aufwand in diese Stabspiele reingesteckt, weil das melodisch war jetzt nicht so mein Ding. Aber rhythmisch war halt einfacher, weil ich habe halt relativ schnell verstanden, wie es funktioniert und habe jeden Tag meinen Kram durchgeübt. Meistens nie die Sachen, die ich aufgehabt habe von meinen Lehrern, sondern die Sachen, wo ich halt eben gerade gedacht habe, jetzt muss ich die Live After Death von Iron Maiden mitspielen. So, die habe ich dann aufgelegt, auf Schallplatte und dann so ein Konstrukt gebastelt, dass ich spielen konnte und gleichzeitig die Platte über Kopfhörer hören konnte, ohne dass sie gesprungen ist. Okay. Das war die größte Herausforderung. Mit Gummibändern an die Decke schraubt. Übrigens habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang Schlagzeug versucht zu spielen. Autodidaktion, habe genau das gleiche gemacht mit Back in Black von AC/DC. Auch gut. Ja, nicht, wenn ich es gespielt habe. Ich, ich war relativ talentfrei, aber hat halt Spaß gemacht. Mhm. Also ist halt, ich glaube, tatsächlich der beste Weg so, ne? Ja, also das mache ich auch mit meinen Schülern und Schülerinnen so. Wir machen die Basics. Gucken, dass wir irgendwie einen Groove zusammenkriegen. Wenn das läuft, dann versuchen wir die ersten Songs zu machen. Interessant, weil du gerade Schülerinnen und Schüler erwähnst und weil wir hier sowieso meistens gendern, außer mir, was aber daran liegt, dass ich es einfach vergesse. sehe ich das richtig, dass der Trend am Schlagzeug immer mehr Richtung Mädels geht? Also, dass immer mehr Mädels auch Bock haben auf Drummen? Ja. Vor allen Dingen, weil sich auch die Sichtweise geändert hat. Weil Gitarre ist tatsächlich immer noch sehr verhalten. Ja? Also was E-Gitarre, Rock'n'Roll und so betrifft. Ich habe jetzt immer mehr Mädchen und Damen halt im Unterricht. Und ist halt auch aus allen Altersklassen. Und ich habe das beste Beispiel. Moment, alle Altersklassen. So, was ist die älteste Dame, die bei dir Drumset-Unterricht hat? Die mal bei mir im Unterricht die war so um die 60. Im Ernst? Ja. Und was wollte die spielen? Also warum war die da? Weil die halt Rhythmus spielen wollte. Die wollte hier so dieses... Nee, aber was mich interessiert ist, warum? In welcher Dekade war das etwa? War das jetzt erst vor kurzem oder war das frühe 2000er? Das oder? War so vor 10 Jahren ungefähr. Okay, so. Mhm. Und die hatte doch bestimmt einen musikalischen Geschmack mitgebracht und hat gesagt, hier, ich höre gern, weiß ich nicht, Beatles oder Stones oder von mir aus Cannibal Corpse. Die Flippers. Flippers. Wie heißt das? Olaf der Flipper ist halt hier jetzt. Ja, naja, Olaf auf jeden der Fall, Flipper.
Olaf der gestern Flipper. Noch getroffen. Echt? Oh, da musst du gleich von erzählen. Mhm. Auf jeden Fall, apropos, nee. Jetzt sind wir wieder bei dem explodierenden Flipper. Auf jeden Fall, long story short, was für ein Musikgeschmack hat diese Dame mitgebracht? Weil, am Rande gesagt, meine älteste Gitarrenschülerin war auch über 90, als sie anfing. Was natürlich auch total abgefahren war. Kann ich mich noch dran erinnern. Ja, ja, du hast ihn mal kennengelernt. Ja, ja. Oh Gott. Ja. Ja, nee, die also interessanterweise Korea-Pop. Weil die ist aus Südkorea gewesen. Ah, okay. Ja. Und die wollte halt so Pop trommeln. Also K-Pop, die hat dann Gangnam-Style. Ja, nee, nicht dieser, weiß ich nicht, hier das neue Zeugs da, sondern so aus ihrer Generation halt. Das gab es ja schon früher. Das ist lustig, also quasi das, was in anderen Ländern Schlager genannt wird, aber das Wort Schlager ist ja was Urdeutsches. Du kriegst ja Schlager nur aus Deutschland. Ja, obwohl ursprünglich war das Wort Schlager eigentlich für jeden Hit. In den 50er, 60er Jahren, ob der jetzt Deutsch oder Englisch war, der war ein Schlager, war halt die Nummer 1 in den Charts. Okay, Schlager war also, ja gut, ist ja auch eigentlich fast wörtlich übersetzt, das Wort Hit, ne? Genau. Also eigentlich hätte man auch sagen können, der in die Fresse hauer. Richtig. Ja. Der Gassenhauer. Der in die Fresse hauer wäre auf jeden Fall auch lustiger gewesen als Schlager, ne? Ja. Jetzt kommt der neue in die Fresse hauer von Roy Black. Weißt du, Manfred Sechsauer im Beat Club. Genau. Schnallen Sie sich an. Schnallen Sie sich an, jetzt haut Ihnen Roy Black mal so richtig in die Fresse. Aber voll interessant, weil ich stelle mir dann auch so ein bisschen die Frage, wenn das jetzt so ein bisschen mehr sich öffnet für Mädels und Damen, wie du so schön gesagt hast, kann ich mir aber auch stilistisch viel vorstellen. Ich meine, der Einsatz von Drums, wenn man es jetzt von der unterrichtenden Seite her sieht, hat sich ja auch in der Musik geändert. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man heute viel mehr soundmäßig machen muss. Ich kenne es halt vom Gesang, da hast du immer mehr, vor allem Mädels, die singen schon mal so eingebaut im Autotune, weil die halt nur Zeug singen wollen, das halt super krass getuned ist. Und das hast du die letzten 10 Jahre gesehen, dass die wirklich immer häufiger in der ersten Stunde kommen und singen halt diese Artefakte von Autotune-Effekten nach. Also die singen wie mit ganz starker Kompression und Auto getuned, weil die den Sound halt geil finden. Ist das bei Drums auch so? Also musst du dich mehr damit beschäftigen oder hast du vielleicht den Luxus zu sagen, ich mache nur den Style, wo ich selber Bock drauf habe und beschäftige mich jetzt gar nicht im Unterricht mit dem, keine Ahnung, modernen Drumming in der Popmusik? Also quasi so, dass es klingt wie ein 808 oder keine Ahnung. Also so meinst du das jetzt, sowas, oder? Ja. Ja, oder nee, dieses Hi-Hat-Gewitter bei den Deutschrap oder sowas. Diese Hi-Hat-Scheiße die ganze Zeit. Nee, also da kann ja jeder für sich dann nachher, wenn er mal trommeln kann, für sich dann noch sich reinarbeiten. Aber ich habe halt 2 Akustik-Sets, wo wir dann zusammen spielen. Und da ist halt soundmäßig ist ein Akustik-Set natürlich limitiert. Ich kann ja mit Stimmungen oder Becken tauschen oder so ein bisschen was machen. Aber das ist halt bei mir im Unterricht dann so, wie gesagt, Akustik-Sets. Die meisten haben aber zu Hause ein elektronisches, weil die wohnen im Mehrparteienhaus. Da kannst du natürlich nicht mit dem akustischen Drumset abends nach der Schule anfangen. Dann haben die ein E-Set da stehen und da hast du natürlich mit den Kästchen, die da angebaut sind, ganz viele Möglichkeiten für irgendwelche blödsinnigen Sounds einzubauen. Da kommt zum Beispiel der berühmte bellende Hund aus jedem EAV-Song. In jedem EAV-Song gibt es das Sample mit dem bellenden Hund von einer Keyboard-Taste. Und Klassiker auch immer gerne genommen. Tom 3 oder 4 wird immer belegt bei den Pop Top 40 Drummern mit einem Du. Ah ja. Auch immer gerne genommen bei den Dingern. Genau, du meinst so ein ganz brutaler. Genau, so ganz fieser. Er spielt ab und an mit einem E-Drummer, der hat das auch mal gerne im Einsatz für die Disco. Oh, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Aber vielleicht können wir auch eine Frage. Ja, ich glaube auch. Aber vielleicht können wir eine Frage direkt klären. Wir sind ja auch so ein bisschen Service-Musik-Podcast und vielleicht hören jetzt ganz viele Eltern zu, die sich fragen, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, Black Friday kommt, der Music Store und Thomann und Just Music und wie sie alle heißen, haben die Lager nicht wirklich voll, aber die wollen Zeug verkaufen. Aus deiner Sicht als Profi, kann man denn gut Schlagzeug lernen aus so einer E-Kiste oder ist das tendenziell eher Kacke? Man kann das schon. Also die Bewegungsabläufe sind ja eigentlich dieselben. Anfangs. Später, wenn wir so auf Snare-Technik gehen, wo man wirklich dann den Rebound vom Fell, also den Rückschlag vom Fell ausnutzen muss, dann ist, wenn man ein E-Drum-Set mit reinen Gummipads hat, ist das ein bisschen schwierig. Wenn man ein bisschen mehr investiert hat und man hat diese Mesh-Heads drauf, also diese Netzfälle,
dann kommt der Bewegungsablauf mit dem Snare-Feeling schon ziemlich, also kommt schon ziemlich nah dran. So, aber das ist eigentlich interessant, schade, ich muss mal gerade so ein bisschen Props rausschicken an den Timo Ickenroth, der ja auch als Drummer schon Gast hier im Podcast war. Mhm. Wäre jetzt eigentlich ein lustiger runder Tisch mit Timo dabei. Ja, stimmt. Philipp, bist du eigentlich noch da? Ja, du bist noch da, ne? Ich bin da, ja. Bin wach. Ah ja, gut, alles klar. Nee, wir haben nur gerade das Bild von dir verloren, aber das ist wahrscheinlich normal. Hier auf dem Land ist schon mal, wie soll ich sagen? So. Genau. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, da sind sich auch alle Drummer, egal welcher Stil, einig, ne? So Meshheads oder richtige Fälle, also auf keinen Fall Hartgummi, ne? Ah, nee, das ist für ein Übelpad ist das okay, wenn man wirklich nur Bewegungsabläufe machen will, Warming up oder also Aufwärmen oder so Sachen. Aber um jetzt ein richtiges Gefühl auf der Trommel zu bekommen, ist so ein Netzfell immer besser. Und die Trommel, die Kessel sind einfach größer. Hast du denn irgendwie noch andere Tricks, Augen auf beim Schlagzeugkauf? Also zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ich will ein Schlagzeug kaufen on a budget, scheißegal, ob jetzt elektrisch oder akustisch, aber ich habe, sagen wir mal, keine 1.000 Euro übrig. Welche Größen, welche Kesselgrößen, welche Materialien und so weiter, ohne dass wir jetzt zu sehr hier in die Werbung ausarten, aber du hast doch bestimmt so, was würdest du mir als deinem Schüler raten? Ja, da du ja schon ein bisschen größer bist, also nochmal ein Standardgrößenset, also mit 22 Zoll Durchmesser Bestraum und dann 10, 12 im Durchmesser Zoll, immer alles in Zoll. Ist das sogenannte Fusion Set, 10, 12? Das Standard-Set, okay. Das Fusion-Set wäre mit einer 20er Bestraum. Ah, okay. Mhm. Aber die kann man nehmen, wenn man wirklich als Kind hat, wenn man ein bisschen kleiner ist, hat einfach nur was mit der Montage von den Toms zu tun, ob man da drankommt. Ich wollte gerade sagen, weil du sitzt ja eh hinter dem Ding, ne? Im Prinzip, ja, für die Bassdrum zu spielen, ist ja egal, wie groß du im Verhältnis zu dem Ding bist. Ne? Ja, sicher, die Bassdrum ist egal, aber du musst ja irgendwie an die Toms kommen. Okay. Mhm. Je größer die Bassdrum ist, desto höher musst du ja die Toms montieren. Desto, ne? Ja, ich hab ja noch ein Set zu Hause mit einer 24er Bassdrum und da ist halt der Tom dementsprechend höher montiert. Ich habe auch schon mal an einem Set gesessen mit einer 28er Bassdrum und da kam ich mir wieder vor wie ein Musikverein früher. So mit 11. Ja, so gerade so über die Bassdrum rausgucken. Dann früher waren die Tom-Kessel ja auch viel größer und länger. Also man hatte dann als Standard-Set 22 Zoll Bassdrum-Durchmesser, dann 12 Zoll, 13 Zoll und 16 Zoll Floor-Tom. Und heute ist das alles ein bisschen reduzierter mit 10, 12 und 14 und man kann halt viel kompakter aufbauen heutzutage, da kommt man überall besser dran. So, genug genördet. Ja. Ich bin der Meinung, aber das müsste jetzt noch, eine Nerdfrage habe ich noch. Eine Nerdfrage habe, okay, ich noch, weil du hast ja eben so schön dein Bild geschildert von Keith Moon bei The Who, dieses Bild mit dem Monster Drum Set. Ich finde das auch noch so ein Service-Ecken, den wir bedienen müssen. Das ist natürlich eine ganz, ganz krasse Ecke auch und wahrscheinlich auch eine Phase bei vielen Drummern und DrummerInnen, die irgendwann Bock haben, halt so in dem krassen Umfeld sich wirklich super mit dem Instrument zu beschäftigen. Wir kennen alle diese riesen Drumsets, die ja dann im Fusion-Bereich, im Metal-Bereich irgendwann aufgebaut wurden mit zwei Bass-Drums, teilweise Terry Bozzio mit vier, keine Ahnung, also ich weiß bis heute nicht, wie die Dinger verschaltet waren, dass man dieses Drumset überhaupt bedienen kann mit so viel Zeug. Hast du es dann für dich auch irgendwann geschafft, dann so dein Keith Moon Set zusammenzubauen? Also bist dann auch irgendwann jemand gewesen, der mit einem LKW zum Gig gefahren ist? Oder darf ich da kurz reinhaken? Ich war nämlich beteiligt an mehreren Streitereien über die Frage, ob man dem Drummer beim Auf- und Abbau des Schlagzeugs helfen muss oder nicht, die genau damit zu tun hatten. Also da war quasi so der eine Part der Band, der sagte, Alter, sieh einfach zu, dass du dein Instrument aufgebaut kriegst und abgebaut kriegst und nerv uns nicht damit, weil es ist egal, wie viel Toms du mitkriegst. Und, also jetzt auch allgemein gesagt, aber auch im Besonderen. Und du hast dann halt den Drummer, der sagt, nein, es ist für die Songs essentiell, dass ich jetzt, keine Ahnung, halt ein fulminantes Drumset dabei habe und ihr müsst mir jetzt aber dabei auf- und abbauen helfen. Und man muss sagen, die Toleranzschwelle, die sinkt auch so nach 2:30 nachts extrem da, ne? Also das ist halt schon, wenn man so müde voll ist und so, ne? Aber ja, also die Grundfrage ist, hast du jemals so ein übertriebenes Set besessen? Ich hatte
eins gehabt, was sehr übertrieben war. Das habe ich aber von meinen Eltern irgendwann geschenkt gekriegt. Das hat mein Vater im Findling gefunden. Das ist so, das war. Das ist eBay Kleinanzeigen in analog, ne? Genau. Also gedruckte Such- und Findzeichen. Genau. Ja, ja. Und zwar im schönen Quiersheet im Saarland. War jemand, der hat ein Set angeboten. Ein Pearl-Drumset, falls irgendwelche Pearl-Fans zuhören, das war eins in weiß aus dieser Fiberglas-Serie, aber nicht durchsichtig. Und dann mit 8 Toms und einem 18er Floor-Tom inklusive den alten Pearl-Pedalen mit den Holzklöppeln und ich weiß gar nicht mehr, was für Pedale das waren. Müsste ich ein kleiner Kind fragen, der weiß das. Hast du denn, was wollte ich sagen, hatte das Drumset Resonanzfälle? Nein. Ah, deshalb konnte man das auch transportieren, weil man die Toms ineinander stecken konnte. Ja, so aber Matroschka-mäßig. Es wurde nur einmal transportiert, weil ich die Zeit keine Band hatte und hatte das wirklich nur im Keller stehen. Und es sah auch jetzt von den Trommeln her, war sehr opulent. Halt von, ich glaube, das kleinste Tom war ein 8er gewesen und der größte Hängetom war ein 16er. Okay. So, und sah aus wie eine riesen Panflöte in weiß. Genau, da gibt es irgendwo auch noch Bilder von, aber ich weiß nicht wo. Und dann hatte ich original eine Hi-Hat, ein Crashbecken und ein Reitbecken. Das sah natürlich ganz schön scheiße aus. Sah aus wie Stefan Raabs Gebiss mit 2 Goldzähnen drin. Ungefähr. Ja. Und ich habe das Set gehabt, bis ich 18 war und habe original ein Gig mit der Hälfte davon gespielt. Weil ich nicht mehr in meinen Starlet reingekriegt habe, wie ich dann... In den Toyota Starlet? Genau. Du hattest einen Toyota Starlet. Ich hatte einen Toyota Starlet, 5-Türer. Ah ja, immerhin. Fünftürer. Mit 54 PS und wenn ich dann in Findel hochgefahren bin in Luxemburg, da haben ich die LKWs immer angeschoben. Das passiert schon. Aus mal. Mitleid. So, jetzt aber, lass uns mal ein bisschen Name-Droppen hier. Du hast ja jetzt, also... Krass. Du bringst ja jetzt hier schon so ein bisschen die weite Welt des Rock'n'Roll mit in mein Wohnzimmer. Und erzähl mal so ein bisschen. Du hast, also ich habe dich im Vorfeld so angehauen, deswegen schick mir mal so die Links zu deinen ganzen Projekten, ne? Genau. Und dann kam so eine halbe Nacht lang, ding, 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 kam so eine WhatsApp nach der anderen. Schon und gut. Ich, mein Gedanke war immer so, ja, rub it in, genau, und noch eins. Du hast gefragt. Ja, ist ja auch okay. Wie wollen wir das jetzt machen? Alphabetisch oder? Wir könnten ja mit den Sachen anfangen, wo ich am längsten dabei bin. Genau, erzähl mal, was ist denn deine dienstälteste Band? Im Moment sind es sogar 2. Moment, ich klaue mir hier so ein Salamischnittchen oder Käse. Nimm dir auch ruhig Salami. Ich nehme Salami mit Gürkchen. Genau. Ich glaube, dreh ich nicht. Warum? Das hat der Ofen. Das ist unser Feuer hier. Ah, okay. Ja. Super, solange es noch im Ofen ist, ist das ja okay. Die dienstältesten zwei Bands, die ich gerade bediene, ist einmal My Own Ghost. Da bin ich seit Anfang an dabei. Das ist so seit 2013. Und die Fred Barreto Group, da bin ich auch so ungefähr ein bisschen länger, vielleicht ein paar Wochen länger dabei. Wir packen natürlich alle erwähnten Bands mit Website etc. Und so weiter in die Shownotes rein. Ein paar Links dazu, dass ihr euch so ein bisschen über Steinis Schaffen schlau lesen könnt, sofern ihr ihn nicht sowieso schon kennt. Ich würde vorschlagen, wir machen gleich auch Folgendes, Philipp. Wir lassen ihn jetzt zu jedem Projekt, von dem er jetzt erzählt, ich lehne mich ja, wie du siehst, schon zurück und esse ein Schnittchen. lassen wir ihn einen Song auf unsere Playlist legen, oder? Mhm. Können wir uns das erlauben, dass wir jetzt hier so 80 Songs, also... Nee, das sind jetzt... Aber gut, dann lass mal hier My Own Ghost. Ich habe mit Spotify... Ich hab mit Spotify gesprochen, die haben uns das freigegeben. Also wir durften die Playlist erweitern. Das wird jetzt nicht so gewertet. Wir haben ja nur so ein Kontingent bei Spotify, dass wir immer nur pro Folge maximal 2 Titel draufpacken dürfen. Haben wir extra für Steini jetzt heute neu eingerichtet. Gar kein Thema. Selbstverständlich. Oh. Das ja, dein Name öffnet echt Türen. ja, das ist okay. Krass. My Own wirklich Ghost. Krass. Erzähl mal, My Own Ghost ist was für eine Musik? Ist so ein bisschen Gothic Rock, ne? Oder tue ich euch da Unrecht? Ne, wir beschreiben uns ja selber auf unserer Homepage. We are a rock band, sometimes a pop band. So, with electronic things.
So, okay. Also, es ist ziemlich gemischt. Es ist Rock, Pop, Elektronik ist drin. Das ist auf dem dritten Album. Mittlerweile haben wir das dritte Album released. Am 14. Oktober letztens kam unser drittes Album raus auf Massacre Records in Deutschland. Shadow People heißt das gute Stück. Und das Album ist auf Spotify, ne? Also die Leute können sich auch das ganze Album anhören. Das ist auch nochmal My Own Ghost. Ja. Und du hast bestimmt einen Lieblingssong. Ja. Okay. Philipp, hast du den Pelicano gezückt? Ja, selbstverständlich. Night Drive heißt der Song. Der ist ziemlich cool. Da gibt es auch ein super Video zu. Mit einigen Action-Szenen mit Autos. Oh, geil. Ja, machst du da auch? Ich stehe nur mit unserem Bassisten in der Bushaltestelle und... Onanier. Nein, nicht ganz. Verdammt. Wir unterhalten uns. Ja. Sehr cool. Also du gehst mittlerweile auch über das reine studiomäßige Musikmachen raus und wirst jetzt so langsam zum Videokünstler. Ich wurde genötigt da. Also normal. Von dir kommt ja der berühmte, also von dir kommt ja einer der größten Sätze, die ich jemals im Musikgeschäft gehört habe, um das mal gerade als Anekdote noch reinzustreuen. Und zwar war das, als wir beide zusammen im Club Aldiana auf Java gespielt haben. Mm. Und es begab sich also, dass zum Eintreffen der neuen Band immer die Animateurinnen quasi so eine Art Spalier, also ein inoffizielles Spalier zum Schaulaufen gestellt haben, durch das wir dann so durch mussten. Also sprich, die wollten einfach sehen, was da für Jungs kommen. Mm. Und die haben uns dann kommen gesehen und haben tatsächlich gesagt... Seid ihr die neue Band? Und dann kam von dir der berühmte Satz, ja, Musik ist nichts für das Auge. Jo. Vergesse ich nie. Das war einer der trockensten Sätze aller Zeiten in dem Moment. Ja, Musik ist nichts für das Auge. War ich das? Das warst du. Normalerweise ist es immer andersrum. Du erzählst und ich weiß nicht mehr, dass ich nicht war. Super. Gut, long story short. Also My Own Ghost, Rock mit Elektronik, Pop, Shadow People, das Album und der Song heißt Night Drive. Ne? Ja, und Fred Barreto Group kenne ich ja jetzt auch, habe ich ja auch schon gesehen. Der Fred ist natürlich auch ein extrem geschätzter Kollege und hier so der Local Hero an der Gitarre definitiv und hat sich auch in den letzten Jahren extrem gemausert. Muss man sagen, so von jemandem, den man halt nur kannte, wenn man sich wirklich extrem damit beschäftigt hat, hin zu jemandem, der auch genauso sich seine Sporen als Künstler verdient hat, weil er eben halt nicht wie die Hyundais der Musikszene in jeder Coverband mitgemacht hat, sondern halt gesagt, ich singe, ich spiele Gitarre, ich schreibe mein eigenes Zeug und damit komme ich so weit, wie es geht. Genau. Habt ihr mit der Fred Barreto Group vor Guns N' Roses damals vor Slash gespielt oder war das Fred Barreto mit seiner Band Porn Queen? Das war mit Porn Queen gewesen. Die waren ja da mit Porn Queen auch für 3 Shows oder 2, glaube ich, in Brasilien. Also quasi beim Fred und beim Lukas zu Hause. Die beiden kommen ja aus Brasilien. Und wir hatten allerdings jetzt mit Fred Barreto Group das große Glück, wir haben mit Kenneth Heath zusammengespielt, beziehungsweise Kenneth Heath hat vor uns gespielt. Kenneth Heath ist on the road again. Genau. Ja. Ja, okay, alles klar. Der das gesungen hat, lebt aber leider nicht mehr. Aber der, den sie jetzt haben, der kann halt genauso. Und oder wir hatten jetzt dieses Jahr haben wir einmal Support für Toto gemacht in der Rockhalle. Stimmt, habe ich mitgekriegt, ja. Rockhalle war ziemlich heftig gut. Und für wie heißen die jetzt nochmal? Barclay James Harvest. Oh. Also für die eine Hälfte. Es gibt ja 2 Barclay James Harvest Bands mittlerweile. Da haben sich ja der Gitarrist, wo ich nicht mehr auf den Namen komme, John Lees, glaube ich, heißt er. Und der Bassist, die haben sich irgendwann verkracht vor 20 Jahren. Und es gibt halt eben 2. Und wir haben halt für die John Lees Barclay James Harvest in der Schweiz haben wir geopend. Aber letzte Nummer ist immer, aber letzte Nummer ist bei beiden immer Him. Weiß ich nicht. Also bei denen, wo wir gespielt haben, ja, war auch die letzte Nummer. Ob der andere, der Bassist, das auch macht, weiß ich nicht, weil der John Lees dieses Hymn geschrieben hat. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch... Ah, krass. Was wär denn dein favorisierter Song von der Fred Barreto Group, der auf unserer Playlist verewigt werden sollte? Also da würde ich doch von unserem aktuellen Album, gut, aktuell ist schon ein Jahr alt jetzt mittlerweile, aber ist immer noch gut, den Titelsong nehmen, Moving On.
Moving On von der Fred Barreto Group kommt dann auch auf unsere Playlist. Mhm. Da gibt es auch ein hervorragendes Video. Und was machst du in dem Video? Stehst du mit dem Bassist in der Bushaltestelle und... Nein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir stehen irgendwo rum und gehen. Ihr steht irgendwo rum und geht. Gut. Und wir performen, glaube ich. Ihr performt? Ja. Zu Gangnam Style? Nee, am Instrument. Okay, cool. Ja, schön. Glaube ich. So, das sind also die zwei dienstältesten Bands. Genau. Dann gehen wir jetzt mal in der Reihenfolge weiter. Dann bin ich ja vor zwei Jahren... Und wir reden nur von Bands, die noch existieren. Also genau, in denen du jetzt derzeit aktuell spielst. Sonst werden wir nämlich heute nicht mehr fertig. Nee. So, dann gehen wir mal weiter zu einer Band, wo ich vor ein paar Jahren auch eigentlich nur als Studioprojekt angefangen habe mit einem alten Bekannten, den ich noch aus der Metal-Cover-Szene kenne. Wir hatten mal kurz das Vergnügen, zusammen in einer Band zu spielen, die nannte sich Dream Gallery. Da waren halt Leute von Ancient Ceremony dabei und Black-Metal-Band von der Mittelmosel. Und das waren halt so Metal-Rock-Cover. So, und da habe ich den kennengelernt. Mit, dann kommt ja immer dieses Ding, wo man sagt, ey, wir müssen irgendwann mal was zusammen machen. Kennst du ja. Ja, weil man betrunken ist. Ja, und auch im Nüchternen haben wir das gesagt. Und das hat ewig lang sich gezogen. Irgendwann bekam ich dann so per E-Mail so ein paar MP3s geschickt und dann so, ja, hier, hör mal. Und dann hat er mir halt so ein paar Sachen, Demosongs geschickt. Und dann habe ich gesagt, okay, klingt gut. Wenn wir das aufnehmen, bin ich dabei. Ja, und daraus ist dann Behind Your Fear entstanden. Auch wieder mit einer Sängerin, mit der Stephanie Duchesne, die früher bei Flow in Tears gesungen hat, falls das noch jemand ein Begriff ist. Ja, tatsächlich vom Namen her noch ein Begriff. Ich greife mal gerade nach dem Portwein. Und die anderen beiden, also die Gitarristen sind von Crimson Moon, das ist auch so ein Black-Metal-Ding. Und der Herr am Bass ist der David Buballa, der ist eigentlich Producer und hat ein Studio in Ilversheim. Und der macht viel mit Crematory und Powerwolf und so weiter. Und da haben wir halt eben vor vier Jahren eine EP aufgenommen und jetzt vor kurzem, ich glaube am 30. September, ist das Album rausgekommen, Anthropocene heißt das, und auf CD, LP und natürlich bei Spotify. Und da würde ich den Song New Ways, der ist ziemlich gut. Also eigentlich sind alle gut, aber der sticht halt so ein bisschen raus, wenn man da auch ein Video von... Der ist ganz okay, genau. Der geht so. Der kann man hören. Philipp, du schreibst mit oder ich bin hier gerade so ein bisschen faul. Du schreibst aber mit, ja? Ja, aber ich habe dich im Bild verloren. Wahrscheinlich ist die Übertragungsrate heute nicht so schnell. Wir hören uns aber noch. Nee, ich bin einfach komplett nackt, deswegen habe ich die Kamera ausgemacht, weil mich die ganzen Projekte von Steini so anmachen hier. Aber sag doch mal für unsere ZuhörerInnen den Namen der Band. Der ist gerade so ein bisschen untergegangen für die, die das im Auto hören oder so, damit die direkt irgendwie hier suchen können. Behind Your Fear. Also hinter deiner Furcht. Behind Your Fear. Ja. Sehr cool. Und wie hieß der Song nochmal? New Ways. Genau. Ja. Cool. So, weiter geht's. Wir haben noch einen langen Weg. Genau, jetzt kommt die letzte Band. Also, beste am Schluss sozusagen. Nein, Quatsch. Also, da bin ich jetzt so ziemlich am kürzesten dabei und da bin ich auch sehr, überrascht, dass ich da überhaupt reingekommen bin. Aber das wäre Victory und Victory gibt es ja schon seit 1984. Das ist also ein richtiges Metal-Urgestein. Da reden wir jetzt auch nicht mehr von Auftritten in kleinen Jutzes oder sowas, sondern von ernsthaftem Business. Ja, also da ist halt zum Beispiel als immer noch Gitarrist Hauptsongwriter ist halt immer noch Hermann Frank. Und der ist halt ehemaliges Accept-Mitglied und der hat auch bei Steeler, glaube ich, nicht bei Steeler. Oh, hoffentlich rede ich mich jetzt hier im Kopf. Du redest dich hier gerade aus der Band raus, ne? Ja. Wie heißt der nochmal? Sinner, nicht Steeler. Sinner. So, kein Problem. Ich kann in deinem Beisein Hermann Frank jetzt googeln und dich belehren. Ja, danke. Nee, bei Sinner, Moondog, auch halt eben. Den habe ich mal auf Natur kennengelernt. Wir waren mit My Own Ghost als Opener-Band auf Tour mit Sirius Black und Hermann Frank Band. Haben so ziemlich zwei Wochen in einem Bus gewohnt und sind quer durch Europa da gefahren vor 5 Jahren. Und Hermann und ich, wir haben uns halt direkt gut verstanden irgendwie und war am Anfang halt ein bisschen komisch, weil ich den halt früher auch als Poster im Zimmer hängen hatte. Du warst also Fanboy, Fan, ja. Und immer noch.
Und haben uns super verstanden. Und im Januar 2020 waren wir nochmal auf Tour mit My Own Goals, diesmal zusammen mit Alex Band of the Calling und Psycho Village. Und da haben wir mal wieder in Hannover gespielt. Und jedes Mal, wenn wir in Hannover spielen, haben wir Hermann und seine Frau Martina eingeladen. Und die kamen auch immer. Und morgens bekam ich halt eine Nachricht von ihm dann auf Handy und sagte, schick mir mal deine E-Mail-Adresse, ist wichtig. Und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben, mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei Victory zu spielen. Und dann habe ich sehr lange nachgedacht. Warum? Dumme Frage. Also ich hätte an deiner Stelle wahrscheinlich gesagt, ja, Moment, ich muss mal gucken, ob ich Zeit habe. Und dann das Handy weggelegt und wäre dann so getanzt. Und hat dann gesagt, ja, könnte gehen. Als ob du dabei gewesen wärst. Ja. Also, nee, ich habe dann natürlich zugesagt, weil das ist ja doch schon eine Sache, wo man sagt, ja, gern. Das ist auch dann wirklich mal so die nächste Karrierestufe. Ne? Das ist ja dann schon. Dann habe ich einen Tourplan geschickt gekriegt für 2020. Haha. Dann habe ich am 7. März meinen ersten Victory-Gig gespielt in Esslingen und war auch kein Warm-Up-Gig, war auf dem Rock One World Festival und direkt Headliner-Show. Und und eine Woche später war dann, zwei Wochen später war Lockdown und naja, den Rest kennt man ja. Ja, und da war erstmal nichts mehr mit. Und hast du dann Angst gehabt, dass das jetzt war, also so, oder ja, durch den Lockdown, oder hast du eher gedacht, geil, jetzt kann ich das mal zwei Jahre nicht verscheißen und mich sozial so ein bisschen in die Band reinpetern? Ja, nee, es war halt schon diese Sache, ich hab halt echt Schiss gehabt, dass das jetzt wieder vielleicht auch, dass die Band ganz aufhört. Ausfällt und so, und aber wir sind halt alle irgendwie dran geblieben und haben einen Plan gemacht, beziehungsweise die Songs fürs Album dann habe ich irgendwann gekriegt und dann wusste ich schon, okay, wenn ich ein Album einspielen soll, dann geht es ja auch weiter und so. 21 im Frühjahr habe ich dann das Gods of Tomorrow Album eingespielt im Horus Sound Studio in Hannover, wo dann so Sachen eingespielt wurden, wie die Guano Apes Platten, Halloween. Keeper of the Seven Keys von Halloween wurde da eingespielt. Ja, ja. Keeper 1 wurde da eingespielt. Ich habe auch den Studiogründer da mal kennengelernt. Mhm. Okay. Frank Bornemann, der auch seines Zeichens Frontmann und Gitarrist und Hauptsongwriter von Eloy ist. Das ist eine Progressive Band, die es seit den frühen 70ern gibt. Und er hat halt ziemlich viele Sachen auch entdeckt, halt wie Revolverheld hat er entdeckt, Guano Apes hat er entdeckt und so weiter. Hat der die Guano Apes zusammengecastet? Weil die Guano Apes sind eine gecastete Band, ne? Ja. So ein ist so wie Slap, nur mit Rock. Die ganze Story kenne ich halt eben nicht, aber naja. Okay. War halt alles im Horus Studio und da durfte ich dann dieses Gods of Tomorrow Album einspielen. War schon der Knaller. Bei Revolverheld hat er einen schwachen Moment gehabt, das muss man natürlich ganz klar sagen. Ne? Sei ihm verziehen an der Stelle. Aber ich habe mal eine Frage, die ich gerne zwischenschieben würde, bevor du auf jeden Fall auch noch unbedingt einen Song von Victory auf die Playlist packen musst gleich. Mhm. Du hast jetzt eben angedeutet, dann haben die mir einen Tourplan geschickt, weil was man sich natürlich auch hier wieder als Laie stellt, ich spiele heute mal so ein bisschen den Musiklaien, der hier eventuell zuhört und versuche mir so die Fragen zu stellen, die mir so einfallen. Wenn du jetzt in so vielen Projekten dann mit Album, mit Songwriting, mit Einspielen, Studiotermin und Tour und so, wie kriegt man das denn alles unter einen Hut? Und vielleicht dann noch kombiniert die Frage, hast du nicht vielleicht auch den Moment, dass wenn du jetzt zum Beispiel deinen anderen Bands sagst, hey, Victory hat jetzt angefragt, ich steige jetzt bei denen ein, dass man dann auch irgendwie so Stress untereinander kriegt, so nach dem Motto, oh scheiße, der Steini geht jetzt zu Victory, wir können uns schon mal hinter den Kulissen einen neuen Drummer suchen oder sowas. Also wie gehst du damit um? Wie kriegst du das unter einen Hut? Also organisatorisch muss ich natürlich meinen Kalender gut zusammen haben und dann immer absprechen. Viel Absprache, es geht nur über Kommunikation. Und als ich dieses Victory-Angebot bekommen habe, habe ich natürlich, weil wir gerade mit My Own Ghost auf Tour waren, habe ich mit denen natürlich zuerst gesprochen. Hört mal, wie sieht hier folgendes Angebot, wie sieht es aus? Also ich will keinen irgendwie sozusagen vom Karren pissen, aber was sagten ihr dazu? Und Julie, unsere liebe Sängerin, die hat dann gesagt, wenn du dieses Angebot nicht annimmst, trete ich dir persönlich in den Arsch.
Also das ist Luxemburgerin, ne? Ja. Also wenn du dieses Angebot nicht hast, nee, so dann rede ich dir persönlich in den Arsch. Nee, so halt so redest du nicht. Nein, war auch böse. Ganz viel Entschuldigung. Oh, oh. Ja, ich glaube, das war dann mit meiner Karriere bei Mayr & Groß. Ja. War schön, danke. Danke, Johannes. Du aber hast aber gewusst, worauf du dich hier einlässt. Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber voll nette Kollegen, das ist total klasse. Mhm. Ja. Ich habe da von keinem irgendwie, weil wir alle irgendwie Sachen noch nebenbei machen. Also Fred Barredo ist halt so, er spielt ja auch noch bei Archie Lee Hooker in der Coast-to-Coast-Band. Archie Lee Hooker ist der Neffe von John Lee Hooker, also der Typ, der Boom, Boom, Boom geil gemacht hat. So. Hier, Boom, 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 I want you in my room. Nein, no, der andere Boom. Oh, okay. Das andere. John Lee Hooker. Boom, boom, John Lee Hooker. Klassiker. Also der Neffe von John Lee Hooker ist Archie Lee Hooker. Und da spielt der Fred halt mit. Der schreibt auch ziemlich viele Songs für ihn und produziert die Sachen dann auch. Und der Daniel Fastro, unser Bassist bei Fred Barreto Group, der spielt halt auch in, ich glaube, 30.000 anderen Kombos noch. Und Nadja, die ist auch immer beschäftigt. Die spielt halt noch bei Le Vibe. Und ja, ganz untriebiger Haufen so, ne? Ja, ganz ja, Ding, ja. Ne? Auch alles ja. Profis irgendwie. Ja. Wobei beim Daniel weiß ich, der hat ja mittlerweile auch einen Dayjob, sage ich jetzt mal. Ja. Aber er ist trotzdem im Business und ja. Insofern zählt das ja. Mhm. So ähnlich wie du ja auch eigentlich noch einen Dayjob hast. Man muss ja genau. Mal sagen, du bist ja auch noch auf einer Musikschule angestellt. Genau, ja. Und da ist natürlich auch, und da saßen wir ja zeitweise im gleichen Boot, weil wir waren auf der Musikschule auch Kollegen, immer die Problematik, okay, wie wird jetzt damit umgegangen, wenn du als Musiker mal auf Tour musst und sich das dann nicht mit den Ferienzeiten deckt oder wie, genau. wie dazu geregelt wird. Und da bisher denke ich auch, wenn ich dem mal so vorgreifen darf, relativ gut gesetzt, so dass du immer eine vernünftige Vertretung findest und so weiter und dass man dir da keine Steine in den Weg legt, wenn es um die Karriere geht. Ne? Genau, also da muss ich auch sagen, da ist mein Chef sehr offen für, der macht das, der ist zwar immer, wenn ich komme, hier, hör mal, ich habe hier nochmal einen Tourplan, oh, kommt dann zuerst an, hast du deinem Ersatz Bescheid gesagt? Ich sage, ja, kann der, ja, ja gut, dann kriegen wir das geregelt. So. Und es ist halt nicht so, dass ich jede zweite Woche ankomme und sage, so, ich fahre jetzt eine Woche auf Tour. Dazu muss man auch noch sagen, so eine Tour, eine Bandtour ist jetzt nicht unbedingt wie Klassenfahrt zum Titisee. Übrigens habe ich jetzt gerade den Titel der Folge. Klassenfahrt zum Titisee wird unser Folgentitel diese Woche hier. Da musst du aufpassen, das ist ein Song von den Kleckers. Ist egal. Ja, den kann man noch einfach. Klassenfahrt zum Titisee finde ich super. Ja, auf jeden Fall ist das wirklich... Es ist stressig. Ist von den Crackers auch, oh komm doch mit Bambino, wir gehen ins Porno-Kino? Das weiß ich nicht, aber ich möchte so gerne Gogo fahren, ist von denen. Okay. So. Schön, dass wir drüber geredet haben. Also, Klassenfahrt zum Titisee wird die Folge genannt. Genau. Naja, und ist halt wirklich nicht so, dass man wirklich nur hinfährt zum Club, baut auf, spielt oder lässt aufbauen, spielt, lässt abbauen und der Rest ist eine Riesenparty. Das ist halt wirklich viel Arbeit und auch die Planerei vorweg ist halt auch noch so eine Sache und Logistik und. Das heißt, selbst mit Victory, wo ich jetzt mal sage, da bist du in der Nahrungskette am weitesten oben, ist es immer noch so, dass da jetzt nicht, ich sage jetzt mal, Champagner, Austern und Thai-Nutten rumgereicht werden, sondern das ist schon Arbeit. Also ja, Austern mögen wir nicht so. Ah, okay. Nee, aber jetzt im Ernst. Also sprich, da ist auch schon mal selber Auf- und Abbau angesagt und so weiter. Oder habt ihr da mittlerweile Leute? Also ich habe jetzt für Victory habe ich jemand, wenn der verfügbar ist, der macht das auch sehr gerne und sehr gut. Aber meistens mache ich das halt eben selber. Oder ist halt, die letzte Zeit haben wir hauptsächlich Festivals gespielt. Da ist sowieso dann ein sogenannter Backliner ist dann da, also jemand, der für das Instrument zuständig ist und dann fragt. Ist das dann ein Backliner für das ganze Festival, ein lokaler, oder habt ihr dann euren eigenen Backliner für die Band? Sowohl als auch. Also wenn er verfügbar ist, mein lieber Backliner, dann hole ich den natürlich mit. Der ist aber im Moment selber sehr beschäftigt, weil er auch selber Musik macht und noch in einer Doktorarbeit feststeckt. Oh, okay, gut. Jetzt hast du ja gerade aufgelöst, weil ich wollte gerade sagen, ist das noch der gleiche wie früher? Weil zu unseren gemeinsamen Zeiten hattest du einen Backliner / eigentlich kann man sagen Aufbauhelfer. Ne? Also ich meine, der hätte sich jetzt auch selber einen Backliner genannt. Und diese besagte Java-Tour, die wir damals gemacht haben, die hast du auch dafür genutzt. Wir hatten dann ja Plätze für Gäste und Partner, innen und so weiter.
Und ich glaube, warst du zu der Zeit Single? Ja. Ja, du warst zu der Zeit Single. War das 2005? Wir haben auch, wir waren sogar im benachbarten Zimmer, da war ich mit Verbindungstür. Ja. Auf jeden Fall habe ich, also ich habe in einem Raum mit dem Tontechniker geschlafen, während du mit dem Bassist in einem Raum gepennt hast, ne? Nee, ich war mit meinem Backliner. Ah, mit deinem Backliner, genau. Ja, ja. Und dein Backliner hat den besten aller Sätze nach dem von dir. Ich werde ihn jetzt nicht erwähnen, weil er auch in der lokalen Musikszene immer noch aktiv ist und auch auf der Bühne steht mittlerweile oder wieder als Drummer, deswegen sagen wir jetzt nichts. Aber der gute Mann hat, die Fremdsprachenkenntnisse waren dürftig bis eindimensional. Er hatte aber auf jeden Fall versucht, in einer fremden Sprache, wie soll man sagen, sich einer jungen Dame adäquat zu nähern, die ihn dann, ich glaube, auf Englisch ziemlich zugetextet hat, am Tresen von der club-eigenen Disco, in der wir uns immer in der Mangelung von alternativen Beschäftigungen die Kante gegeben haben. Mhm. Und in Ermangelung ausreichender Sprachkenntnisse und in Ermangelung von genügend Geduld sagt er einfach nur als Antwort zu dieser Frau, oui, oui, let's fuck. Um 2 Stunden später auf der Brücke, die den Pool überspannt hat, ja. Mutterseelen allein im gleißenden Licht der Flutlichtanlage den Pimmelpropeller zu zelebrieren. Ja. Also ich vergesse, der klang so ein bisschen, wenn du jetzt, ich habe jetzt hier keine Cabanossi mehr, aber wenn du so ein Würstchen jetzt auf den Tisch hauen willst, so klang der Pimmelpropeller. Ich fand, der hat ganz schön, der war, glaube ich, derjenige in der ganzen Reisegesellschaft, der am meisten von dem Urlaub profitiert hat. Ja. Der am meisten wirklich auf die Kacke gehauen hat, oder? Wir mussten ja arbeiten. Er kam halt mit, weil er halt immer Steinis Set auf und abgebaut hat. Er hat aber wirklich dann halt Steinis Set auch während einem ganzen Jahr und so auf und abgebaut und war halt immer zuverlässig und so weiter und dann. Ja, dann konnte er da halt mit. War glaube ich, auch, ich meine, war ja noch andere Zeit, der war halt sehr jung. Mhm. Hat übrigens auch mit mir einen sehr, sehr einschneidenden Auftritt gespielt, nämlich meinen Blues-Weltrekord 2007. Stimmt. Ich will aber trotzdem jetzt keine Namen nennen. Auf jeden Fall war er dankbar für den Job und hat halt wirklich gefeiert. Also die Party, die hat gerockt, auf jeden Fall. Boah. Ja. Ich habe mit dem aber auch ein paar Mal gespielt. Echt? Du kennst ihn auch. Ja. Ja, selbstverständlich kenne ich ihn auch. Wir haben auch ein paar Gigs gemacht. Und da hat er eigentlich auch immer gut gefeiert, auch wenn er selber gespielt hat. Also feiern konnte der oder kann er wahrscheinlich immer noch. Das kann er wahrscheinlich immer noch. Ich weiß nur, dass es ihm einmal sehr, sehr schlecht ging in dem Jabba, in der Jabba-Anlage. Und da musste ich mit ihm zum Arzt, zum Hotelarzt, weil er kein Französisch konnte. Und der hat sich verbrannt oder was? Nee, der hat sich der Mare verdorben mit irgendwas gewesen. Auf jeden Fall war dem Kotzen schlecht. Und der Arzt hat dann nur gesagt, er soll halt nicht so hier kalt. Finger kalt, weg vom Trinkwasser und kalte so. Kalte Getränke auf die Hitz und so weiter und sich dann verausgaben und so. Erstmal ein bisschen locker, weil es waren gut 40 Grad, wie wir da waren. Ne? Ja, ja. War furchtbar heiß. War früher September. Und ich weiß noch, wir sind auf dem Hinweg vom Flughafen an dem Krankenhaus vorbeigekommen und das war noch so ohne Fenster und da konnte man halt reingucken, da waren halt so Feldbetten oder was waren da drin gewesen und da sagt er noch so, ey, da ist ein Krankenhaus, will ich aber nie wollen. Und ich habe halt dem Arzt gesagt, wenn ich ihm jetzt gleich irgendwie was sag, soll er nur ernst nicken. Da habe ich ihm gesagt, ja, du musst jetzt leider in das Krankenhaus, die müssen ihren Magen auspumpen, also das kann er hier nicht machen, du musst jetzt dahin. Er so, was? Und ich gucke den Arzt so an und sag so, Nespa? Und der Arzt nickt ganz ernst. Ich weiß auch noch, ich weiß, bei dem Trip ist so einiges schiefgelaufen. Ich weiß noch, dass wir auf dem Rückweg, wir haben relativ lang gefeiert, quasi bis wirklich kurz vor der Abreise, also so Nacht durch oder vielleicht eine Stunde geschlafen oder sowas. Ja, war ja. Und wir mussten an dem Tag, an dem wir zurückgeflogen sind, auch wieder in der Musikschule arbeiten. Also ich bin quasi von, ich weiß nicht, ob wir da zusammengefahren sind, vom Flughafen, damals Saarbrücken. Mein Vater hat uns abgeholt. Ah, okay. Und dann bis Luxemburg quasi durch und mit ordentlich Standgas auf der Uhr in Luxemburg unterrichtet.
Und ich weiß noch, wie wir in Java im Flughafen standen und damals war so die aufkommende Zeit der, weiß ich nicht, Al-Qaida und was weiß ich was, also so, wo der islamistische Terror so ein bisschen steil gegangen ist und natürlich dementsprechend auch die Kontrollen in vielen Flughäfen ein bisschen härter wurden. Das hat uns nicht weiter daran gehindert, das Video von Call on Me von Eric Prydz nachzuspielen. Du hast es gemacht. Diese Aerobic-Musik auf... auf ja. Das Original ist, glaube ich, von Steve Winwood, ne? Kann sein. Weiß call schon. On me, call on me. Ja. Ja, dann haben wir halt Aerobic gemacht im Gate. Ja. Und, du hast ja noch deinen Pulli extra in die Buchs gesteckt. Genau. Der sieht mehr nach David Hasselhoff aus. Ja, ich habe den Pulli in die Buchs. Und ich habe mir auch, weil das ja so ein 80s Look ist, der jetzt wieder kommt bei den Damenjeans, nämlich diese hochgeschlossenen... dieser, wie nennt man das? Karotten? Soccer-Mom-Look, nee. Ne? So ein bisschen. Der habe ich mir dann künstlich herbeigeführt. Mhm. Ja, und hat sich nicht gelohnt. Ich bin nicht berühmt geworden. Nein. Nee. Das aber heutzutage wäre ich gewesen, heutzutage wäre ich als Meme geendet. Und damals war das noch nicht so mit dem Internet. Ich glaube, es fällt mit unnützem. Ich kann uns fehlt noch ein Victory-Song übrigens, ne? Bitte? Ja, total. Den habe ich aber noch am Schirm, definitiv. Ah, okay, dann sag du mal gerade, Philipp. Wir haben meine Lippschrift quasi. Wir haben dich unterbrochen. Nee, ich kann mit unnützem Wissen punkten. Das nennt man mittlerweile Boyfriend-Cut, diese Jeans. Nee, da meinen wir was anderes. Boyfriend-Cut kenne ich. Ja, Boyfriend-Cut ist immer so ein bisschen zu weit, so als hättest du quasi die Klamotten von deinem Macker an. Nee, was ich meine ist... Frühe 2000er Jahre waren die Damenjeans eher niedrig in der Körperhöhe geschnitten, sodass du fast die Poporitze gesehen hast, während heute die Jeans eher bis kurz, also bis über den Nabel gehen. Weißt du? Ja, stimmt. Ich habe ja meine Jeans, okay, die eigentlich eine niedrig geschnittene Bootcut-Herrenjeans, die Anfang 2000er schon extrem out war, modisch gesehen, trotzdem bis unter die Achseln ziehen können. Es hat ein bisschen wehgetan, aber es war es wert. Auf jeden Fall. Mach den Hasselhoff. Ja, aber dann lass doch mal den Victory-Titel draufpacken. Ich habe hier schon Victory aufblinken, da fehlt nur noch ein Song. Was kannst du uns denn empfehlen, Steini? Wo sollten wir unbedingt reinhören? Ja, dann nehmen wir da auch den Titeltrack vom Album Gods of Tomorrow. Also Victory, Gods of Tomorrow kommt auf unsere Playlist. Okay, so Victory, wir sind ja jetzt abgeschweift. So Victory, wir sind ja nicht fertig mit der Liste deiner Schaffen, oder? Sind wir durch? Doch, jetzt mit den aktuellen Sachen schon, ja. Gut. Mhm. Also so alles andere, also quasi so die Vergangenheit lassen wir jetzt mal ruhen. Vielleicht kann man noch einmal kurz in die Vergangenheit einhaken, weil ich glaube, was auch noch eine interessante Frage ist ja, wir haben es ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt und Johannes und ich, wir sind ja bekannt dafür, die Fahne für die Hyundais der Musikszene, also dieses Covertum und das ja noch nicht mal unbedingt im extrovertiertesten Sinne, sondern aus der Dienstleistersicht voll all in hochzuhalten. Das ist ja so ein bisschen unser Steckenpferd hier im Podcast. Jetzt bist du ja jemand, der ähnlich wie Johannes da in der Region ist, wo es ja zum Beispiel anders als in den deutschen Metropolen, wie jetzt in Hamburg oder in München oder in Berlin oder auch hier in Köln, eine riesen Profiszene gibt, ist das ja bei euch in der Region eigentlich schon auch ein sehr beeindruckender Weg, wenn man in so zahlreichen gut gebuchten Profibands mit Touren allem und auch so international am Start ist. Kannst du vielleicht irgendwie so ein bisschen schildern, wie du das geschafft hast? Also ist es natürlich, steht außer Frage, deine unfassbaren Fähigkeiten am Instrument, das ist ja vollkommen klar, da brauchen wir auch, glaube ich, nicht drüber reden, aber so ein bisschen die Sache, Johannes hat das eben angedeutet, du hast ja scheinbar auch so ein bisschen eine Entscheidung getroffen, zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr irgendwie ins Kirmeszelt die 6 Stunden Mucke spielen, sondern ich möchte da irgendwie auch ein bisschen raus. Also hast du da irgendwas besonders für tun müssen, um vor allem in der Region dann Kontakt zu knüpfen, in so ein Netzwerk reinzukommen, oder war das alles Glück und Zufall, dass du da die richtigen Leute getroffen hast? Ich glaube, das ist so teils. Also das eine ist halt wirklich die Entscheidung treffen, okay, ich mache jetzt eigenes.
eigene Musik und habe halt die richtigen Leute dafür, die auch da mitziehen als Band. Weil es bringt nichts, wenn man 5 Leute in einer Band ist und sind 2 dabei, die sagen, ich möchte aber viel lieber nur hier rumspielen und lass uns mal noch 2 Cover einbauen oder so. Sondern man muss dann wirklich sich um Auftritte kümmern, versuchen irgendwie am besten eine Agentur an Land zu ziehen, die kommen viel besser an so Gigs dran, weil ich kann es zum Beispiel nicht hingehen als Band und irgendein Festival anschreiben und sagen, hier, wir sind die Band so und so, wir würden gerne bei euch auf dem Festival spielen. Das ist schwierig. Wir haben da wirklich mit My Own Ghost zum Beispiel, wir sind so viel durch die Gegend gefahren, haben so viel Gigs gespielt und selbst organisierte Touren dann, in wirklich kleinen Läden, also da funktioniert halt wirklich, dass man kleine Clubs dann anschreibt, die irgendwo Live-Musik anbieten. Wir sind dann auch, ich weiß nicht wie oft, in England durch die Gegend gefahren und haben da in Pubs gespielt, die Live-Musik angeboten haben. Also teilweise ohne richtige Bühnen, ne? So Pub-Gigs, ja, ist ja immer, du stehst irgendwo in der Ecke, ne? Ja, eben. Also gut, wir hatten dann den ersten, den wir gespielt haben, der war dann gleich mal in London im Dublin Castle. Zur Erklärung, wir sind in Camden und Dublin Castle, da hat früher eine gewisse Amy Winehouse hat da gekellnert. So, und das war halt auch ihr Sprungbrett gewesen. Die hat da ihre ersten kleinen Gigs gespielt unten im Keller. Die hatten halt schon so einen kleinen Konzertsaal. Da gehen so 100, 120 Leute ungefähr gehen rein. Und wir haben da so ein Mini-Festival mitgemacht und haben uns halt selber in so 5, 6 Gigs reingebucht und haben das dann 2-mal im Jahr versucht hinzukriegen. Und dann haben wir die Agentur irgendwie an Land gezogen, beziehungsweise dann kontaktiert Red Lion Music. Und die haben uns dann geholfen, ein bisschen größere Sachen schon zu kriegen als Support. Und das war Red Lion Music aus Bad Segeberg / Luxemburg? Nee. Die sind aus Hessen. Ah, okay. Mhm. Hat nichts damit zu tun. Und die sind halt zum Beispiel, die haben halt Künstler wie zum Beispiel Loudness aus Japan. Mhm. Mit denen waren wir auch 3. Aber würde mich jetzt trotzdem nochmal interessiert, weil du gerade Red Lion erwähnst. Mhm. Der Rote Löwe ist ja das Luxemburger Wappentier. Ja, aber war das denn ein Luxemburger, der ausgezogen ist und irgendwie in Deutschland? Oder hatte das gar nichts mit Luxemburg zu tun? Nee, das war Zufall. Luxemburg lebt ja viel, also man verzeih mir das jetzt, ich meine das auch gar nicht so böse, wie es klingt, aber Luxemburg lebt ja viel vom, ich kenne einen, der einen kennt. Mhm. Ne? Also Luxemburg hat ja schon so eine, kennst du von Köln, Philipp, ne? Also der hat schon ein bisschen Vetterwirtschaft alles. Ja. Nee, das war gar nicht so. Also diese Red Lion, Rot Leaf, hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Mhm. Also ganz unabhängig davon. Und bei der Agentur sind wir auch heute immer noch und sind auch sehr zufrieden. Und die haben uns halt dann geholfen, ein paar Touren zu bekommen. Da waren wir halt mit Loudness aus Japan ein paar Mal in Europa unterwegs und Taya Turun von Nightwish, also Ex-Nightwish-Sängerin, mit der waren wir auf einer Tour gewesen durch Europa als Direktsupport. Dann diese anderen Sachen, über die haben wir dann auch die Jungs von Psycho Village kennengelernt, mit denen wir dann auch ein paar Touren gemacht haben. Das waren halt jetzt immer so kleinere Touren, außer die letzte, die dann im Januar 2020 geendet ist, die war halt wirklich lang für unsere Verhältnisse. Und vielleicht aber noch eine Frage, ist ein bisschen spezifisch, weil es halt wirklich Unterschiede gibt, je nachdem, in welchem Genre man so unterwegs ist. Aber was ist denn so Merch, der heute noch läuft? Ne? Da gibt es ja auch mal so Diskussionen, geht die CD noch, geht sie nicht mehr? Sind es nur noch Klamotten? Hast du Erfahrung gemacht, dass vielleicht was total Abgefahrenes geht, wie, keine Ahnung, den selbstgebrauten Whisky kleine oder Plüschtiere. Kondome mit ein kleiner Plüschstein. Plüschtiere, irgend sowas, genau. Gelabelte Kondome oder so. Genau. Also hast du da vielleicht mal irgendwie so ein Tipp oder eine Erfahrung, was heute so geht, vor allem in deinem Bereich, wo du so unterwegs bist? Metal ist ja der Merchandise-stärkste Bereich auch, ne? würde ich sagen. Ja, voll. Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Aber Shirts gehen natürlich immer, Hoodies sind immer gern genommen, zumal wenn man halt eben, weil Touren laufen ja meistens immer so in den kalten, in der kälteren Jahreszeit. Im Sommer rennt ja also Festivals, da laufen keine, also nicht viele Touren, wenn dann Festivaltouren. Entschuldigung, was immer läuft, sind halt Tonträger. Also CD ist ein bisschen
habe ich das Gefühl, weniger, weil immer mehr Leute, auf, egal wo ich spiele, auf den Shows fragen, ey, habt ihr auch eine Vinyl-Version davon? Also LPs, geil. Vinyl geht wieder richtig ab und ja. Kassetten kommen auch wieder. Wir haben mit Fred Barredo Group die Moving On, haben wir halt als CD, als LP und als MC. Echt? Ihr habt die als MC? Wir haben die als Kassetten gemacht, aber das die Kassetten verkaufen sich im Moment halt noch nicht wirklich gut. Wir haben halt ausprobiert und ich bin relativ begeistert von den Kassetten, weil die auch richtig gut vom Sound sind. Ja, und es ist halt wieder so ein bisschen Nostalgie. Also ihr könnt natürlich über die Links von den Bands, die wir in die Shownotes packen, könnt ihr natürlich auch so das Merch sehen und im Zweifelsfall bestellen und so. Und da werden wir euch natürlich, wollen wir euch natürlich auch zu auffordern, wenn euch das gefällt. Und Kassetten finde ich eine mega Idee. Pass auf, Philipp, wir hatten eigentlich gesagt, wir machen keine Top 5, richtig? Also kein Fünfer-Ranking dieses Mal. Mir fällt aber gerade ein richtig gutes Fünfer-Ranking ein, was wir mit Steini machen können. Und ich will das mal spontan in den Raum werfen. Und zwar würde ich gerne Steinis 5 große Tipps für junge Metal-Bands würde ich gerne als Fünfer-Ranking machen, wenn das genehm ist. Steini weiß jetzt nichts davon. Das ist jetzt im Vorgespräch deswegen gesagt worden. Fass noch mal kurz zusammen. Also noch mal. Weil, machen wir das als, willst du den Trailer für unser Fünfer-Ranking laufen lassen? Ich muss noch mal verstehen, was das Fünfer-Ranking wäre. Also sag noch die mal. Die fünf großen Tipps für angehende Metal-Bands. Okay. Gibt es da fünf Tipps? Ja, kann ich gerne abfahren. Dann machen wir heute quasi ein spontanes Fünfer-Ranking. Eventuell machen wir ein Brainstorming draus, ne? Oh, schön. Also Platz 5, ne? Also normalerweise machen wir mal so, erster Platz natürlich super wichtigster, ne? 5 ist so super unwichtigster. Und jetzt mal so spontan aus dem Bauch raus, wenn du jetzt eine junge Band bist, muss ja jetzt Metal sein, ne? Was wäre jetzt so der erste Tipp, der dir so spontan... Johannes, wir machen das anders. Ich bin ja eine gescheiterte Kölner Unterhaltungsfuhre und ich habe jetzt endlich festgestellt, dass das nichts bringt. Und ich möchte jetzt im Metal durchstarten. Ich habe meine E-Gitarre auf C gestimmt. Nee, besser. Ich habe gelesen, dass Henning Krautmacher jetzt schon bei den Höhnern aufhört. Und wir sagen jetzt einfach, Krautmacher will jetzt eine Metalband gründen. Mit dem kölschen Namen, wie wird deine kölsche Metalband heißen? Also am besten Metal auf Kölsch. Wir machen Metal auf Kölsch. Ich würde sagen, die Band, die heißt, Moment. Halfer Hahn. Satansköp. Henning Krautmachers neues Metal-Projekt, Satansköp. Ja gut, das ist ja jetzt auch, der weiß doch, wie es geht. Also. Ja, du sollst ja, und das ist ja nur ein Beispiel. Ja, aber ich kann, du weißt doch, wie es geht. Ist doch wahr. Nee, aber eine Top 5, also alle 5, falls ich überhaupt auf 5 komme, also alles ist ja wichtig. Du wirst dich wundern, wie schnell du auf 5 kommst. Also du musst einmal erstmal als Band an einem Strang ziehen. Wie gesagt, wenn du 5 bist oder 4 und sind da 2 dabei oder so, die da keinen Bock drauf haben, dann bringt das schon mal nicht wirklich was. Entweder muss man sie sanft überzeugen oder halt... Würdest du sagen, die Band muss wichtiger sein als alles andere? Weil je älter man wird, und ich meine, ich spreche jetzt mal so ein bisschen aus der Sicht auch von einem Vater. Oh. Ne? Ja, das bin wichtiger als alles andere. Weil man hat auch in meiner Situation oft mit, sage ich jetzt mal so, notorischen Typen zu tun, die halt von einem verlangen, von wegen, hey, entweder du bist Gitarrist oder Vater. Also entweder ziehst du durch oder gar nicht. Und da würde ich mich halt dagegen entscheiden. Also da habe ich auch genug erlebt, dass beides funktioniert halt. Ja. Ich meine, Julie hat auch 2 Kinder und das läuft. Ne? Okay. Andere Bands, da sind auch Familien dabei. Okay, also Platz 5 quasi an einem Strang ziehen. Genau. Die Band muss an einem Strang ziehen. Dann das andere ist wissen, was man will. Okay, zum Beispiel? Was würdest du jetzt Henning Krautmacher raten, wenn der seine Satansköp... Wenn man sich einen Plan zurechtlegt, so in 5 Jahren möchte ich da und da sein. Kann das nicht ganz schnell auch naiv enden? Im Sinne von, okay, ich plane jetzt, ich will in 5 Jahren Rock am Ring headline.
Das kannst du dir natürlich als Ziel setzen und darauf hinarbeiten. Ob es dann wirklich darauf hinausläuft, weiß man natürlich nicht. Okay. Aber man kommt vielleicht zu anderen Sachen. Aber du kommst auf jeden Fall nicht dahin, wenn du es dir nicht vornimmst. Genau, insofern gebe ich ja recht. Ja, okay. Ja. Mhm. Dann, wenn man spielen. Wirklich. Spielen. Das ist Platz 3 quasi. Spielen. Und wenn man mit anderen Bands zusammenspielt, auf die anderen Bands zugehen und das Ganze nicht als Bandwettbewerb sehen. Also Kollegialität pflegen. Absolut. Sozial sein. Absolut. Das ist Platz 2 jetzt. Moment. Jetzt kommt quasi das Nächste, was dir jetzt einfällt, ist ja dein Platz 1. Ich habe ja kein Ranking, habe ich. Ja, Philipp. Das kann jeder für sich dann. Philipp, versein nicht Platz 1 ab. Der wusste ja. Dann alles vorher nicht, ne? Entschuldigung, ich bin gerade etwas aus dem Umso Konzept. Besser. Aus meinem nicht vorhandenen Konzept. Nee, ich glaube, also so langsam wirkt doch der Port. Ich kriege hier so langsam Ideen für Rubriken. Also ich glaube, entweder müssen wir gleich abbrechen oder das geht heute noch eigentlich? Keine Ahnung. Ah, ja. So, dein Platz 1 kommt jetzt. Mein Platz 1. Ja, ich sag ja, ich weiß, eigentlich Platz 1 ist diese halt offen auf die anderen zugehen sozusagen, ne? Halt, und alles ist Platz 1 in der Kategorie. Also die vier Sachen, die ich jetzt gesagt habe, ist halt eigentlich auf 1. Also sind wir ja bei 5, ne? Also du machst halt wie die Glücksbärchis, du bündelst den Strahl. Genau. Okay, gut. Platz 1. Ja, geil. Pass geil. Auf, wo wir jetzt gerade so ein bisschen geil. beim Rubrikenhoppen sind. Okay. Mich wird natürlich, wo ich schon mal einen Insider aus der Metal-Szene hier habe, ne? Ich wusste, eine Rubrik rauszuholen, die wir schon ganz lange nicht mehr dabei hatten. Und ich würde gern. Danke! Oh. Schon wieder Hannover. Jetzt kriegst du die Brille nicht mehr an, egal. So, Neues von den Scorpions, unsere heiß geliebte Diss-Rubrik, in der wir den Hass auf die Scorpions aus der Tiefe unserer Seele zelebriert haben. Jetzt mal einfach deine Frage als Drummer und als Schwermetall-Fachmann. Deine Meinung zu den Scorpions in 30 Sekunden. Boah. Danke. Scorpions, ja. Ja. Okay, anders. Ich hab, super. Pass auf, wir spielen ein typisch amerikanisches Highschool-Spiel und das Spiel heißt Would You. Also würdest du lieber, ne? Oh je. Würdest du lieber, lass mich überlegen, ja. Würdest du lieber auf der Bühne mit Doro Pesch knutschen oder mit Klaus Meine Wind of Change singen? Ha! Boah, da ich ja nicht singen kann. Trotzdem, also ohne Witz. Ich wäre hin und her gerissen, auch wenn ich nicht singen kann. Philipp, wie siehst du das? Was würdest du lieber tun? Lieber mit Doro Pesch knutschen oder lieber mit Klaus Meine singen? Ich glaube, ich würde lieber mit Klaus Meine knutschen. Und guck dir ruhig Doro Pesch nochmal auf Google an. Aber mit Klaus Meine, ja, okay. Ich dachte, mit Klaus Meine knutschen kann nur Peter Maffay. Boah, das wäre heiß. Ja, fände ich auch irgendwie scharf. Jetzt werde ich auch so ein bisschen... Ja, aber jetzt mal im Ernst, weil du kennst ja wahrscheinlich aufgrund von deinem Metal-Allgemeinwissen, kennst du die Scorpions, also ich meine, wir haben uns die Scorpions halt, wie soll ich sagen, vergällt. Aber du hast ja vielleicht noch eine andere Sicht auf die Scorpions, vielleicht kannst du mich ja davon überzeugen, hör dir doch mal die Platte an, dann wirst du die Scorpions in neuem Licht erstrahlen sehen. Und ich sag gleich, Worldwide Live habe ich gehört, hat nicht geholfen. Okay. Dann hört ihr doch mal die Sachen an, wo sie auf Deutsch singen. Renn, Fuchsi, renn. Genau. Das ist schon in unserer Playlist drin. Ganz schrecklich.
Rennfuchsi, ja. Rennschaden. Ja. Ja, ich habe gedacht, das wird deine Sicht vielleicht wir haben ändern. Auch, nein. Wir haben auch eine ganz tolle Folge. Ich müsste jetzt rausrufen, in welcher was war. Da haben wir zu wunderbarer Klaviermusik einige der größten Scorpions-Hits ins Deutsche übersetzt. Also ich habe immer den Originaltext vorgelesen und Johannes hat den kompletten Song ins Deutsche übertragen. Es lohnt sich. Es lohnt sich absolut, weil gerade texterisch ist das richtig, richtig groß. Ja, die Scorpions auf jeden Fall. Ich glaube, Klaus Meine ist nur deshalb so klein geblieben, weil er sich hauptsächlich von seinen Texten ernährt. Naja, ich kenne ja auch nur ein paar Lieder von Scorpions und der neue Schlagzeuger ist recht gut. Du bist jetzt gerade so auf so einem diplomatischen Trip, ne? So von wegen, okay, jetzt bloß in die Nesseln setzen, ja. Wer weiß, wen ich beim nächsten Victory-Gig da treffe. Ne? Also um nicht zu sagen, der neue Drummer ist für mich eigentlich ein Riesenhammer, den sie da haben. Du meinst Mickey D? Genau. Ja, okay, gut, das ist aber auch die Motorhead-Vergangenheit. Ja. Ne? Und King Diamond. Okay, gut. Und Docken. Gut. Oh, naja, gut. Hat jetzt nicht so viel hergegeben. Boah. Ja, nee. Ja. Ja. Pass auf, ich will aber noch, Philipp, es war ein wir sind Versuch wert. In der Zeit. Es war ein Versuch wie sind wert. Wie sind wir in der Zeit? Der, also bei mir steht der Laptop diesmal so weit weg, dass ich nichts lesen kann. Ich habe Brille aus. Brauchst du neue Brille? Ja, ich krieg die durch den Kopfhörer nicht mehr an. Ne, haben wir ja noch Zeit? Fall, also, ja, Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Wir sind schon gut im Rennen, also allzu ewig sollten wir nicht mehr machen. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass uns die Zuhörer hier weggepennt sind. Wir haben auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Folge am Start. Ich muss mich auch an der Stelle schon mal bedanken, lieber Steini, weil das ist auf jeden Fall vom Informationsgehalt heute eine unserer größten Service-Folgen, kann man sagen. Ich würde das sag mal quasi so. Direkt irgendwie als... Wo das herkommt, gibt's noch mehr. Oje. Denn jetzt geht's erst richtig los. Denn Steini ist ja nicht nur, sagen wir mal, Musikprofi, Künstler und so langsam aber sicher ein bekannter deutscher Metal-Drummer, sondern Steini ist für mich auch immer schon, und das ist auch schon vor seinem prominenten Start. Also Steini ist quasi so eins unter Sommerhaus der Stars. Und ich sag mal, schon vor diesem prominenten Status hatte Steini für mich immer eine ganz wichtige Funktion. Und zwar war Steini für mich immer derjenige, wenn ich irgendwann bei einer einschlägig bekannten Quizshow, die von einem älteren Herrn moderiert wird, der Winzer des Jahres geworden ist und hier aus meiner Gegend kommt mittlerweile, wenn ich bei dieser Sendung eingeladen würde, und dort, ich sag jetzt mal einfach, 1 Million gewinnen könnte, indem ich eine Reihe von Fragen beantworte, ne? Dann wäre für mich eine Person der erste Mensch, den ich auf die Liste meiner Telefonjoker setze. Und das ist Steini, weil Steini ist ein Füllhorn unnützen Wissens. Ich habe noch kein, wirklich ohne Scheiß, noch kein Gesprächsthema, außer den Scorpions, erlebt, über das Steini nicht wirklich richtig Bescheid wusste und richtig potent dazu beitragen konnte. So, und deshalb habe ich mir überlegt, ich habe mir die App jetzt runtergeladen, die zu dieser Quizshow gehört. Und wir haben dann eben schon mal ein Testspiel gemacht, bevor du kamst. Ne? Und jetzt kommt natürlich der Hammer. Da haben wir natürlich gleich die Millionen abgeräumt. Ne? Das kann ja jetzt nur schief gehen. Kann jetzt nur schief gehen. So, pass auf, ich mache jetzt mal die Musik an, um das Ganze so ein bisschen anzuschärfen. Sekunde. Jetzt natürlich aus. Die geht bestimmt irgendwann... warte. Die geht an, wenn man am wenigsten... Ja, pass auf, jetzt geht wahrscheinlich erstmal Werbung an. Ich lass mal laufen. Erfindet deine Haut neu. Die heutige Folge wird präsentiert von 54.de und Skillcontrol. 24 Stunden. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich haut uns jetzt YouTube raus, weil der Algorithmus irgendwas vorher... So, gut, jetzt pass auf. Genau, gut, dass ich drüber... So, jetzt, pass man kriegt auf, jetzt auch gute Haut von Skillcontrol. Die Musik ist jetzt an, die wird bestimmt gleich anspringen, so von selber, weil das hat sie eben auch getan. So, wir sind bei der 50-Euro-Frage. Steini sitzt auf dem Stuhl und ich mach den, nennen wir noch mal Lauch. Ich mach den Lauch. So, pass auf. Philipp, du darfst mitraten. Die 50-Euro-Frage. Ja, okay. Was wird am Ende einer Versuchsreihe oft mit Spannung erwartet? A. Gabelgebnis. B. Löffelgebnis. C. Messergebnis. D. Scheregebnis. Oh. Ich würde sagen C. Deiße.
C, sagst du? Ja. Messergebnis. Messergebnis. Das Messer, natürlich. Ich lock das mal ein. So, das Messergebnis. Genau, so, wir sind bei 100 Euro. 100 Euro. War richtig. War natürlich, war auch richtig. Gut. Ja! So, Fuffi, 100 Euro. Wo macht die Musik leiser? Schon sehr laut. Ja, ich mach die mal leiser, Moment. Ja. Nachdem im Fußball ein Tor gefallen ist, wird A. eingeschenkt, B. zugeprostet, C. angestoßen, D. ausgetrunken. Ich nehme jetzt mal an die Mannschaft. Tipp. Lass mal reden. Nachdem im Fußball ein Tor gefallen ist, wird A. eingeschenkt, B. zugeprostet, C. angestoßen, D. ausgetrunken. Ich würde dann wieder auf C gehen, angestoßen. Und mir das sind 100 Kategorie Euro. E. Ja, mega. Mir fehlt Kategorie E, ein katarischer Gastarbeiter geopfert. Genau, ein katarischer Gastarbeiter verscharrt. So, kommen wir zur 200-Euro-Frage. 200 Euro, wie nennt man die Unterscheidung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative? A. Kraftbrechung. B. Brachialspaltung. C. Willkürtrennung oder D. Gewaltenteilung. Ich fand D ja ganz cool. Was war das? Brachialspaltung. Aber ich entscheide mich trotzdem für D. Für D, Gewaltenteilung. Und damit hast du 200 Euro gewonnen. Yay. So. Kurzer Kommentar aus der Redaktion. Brachialspaltung stand auch auf der Vorschlagliste von Henning Krautmachers neuer Metalband aus Köln. Brachial, aber mit dem kölschen Dialekt. Brachial. Mit dem rheinländischen Akzent. Brachialspaltung. So, jetzt pass auf, hier. Für 300 Euro. Oh. Was haben die meisten Rockbands? A. Ein Klavierspieler. Einen Schlagzeuger, einen Leadsänger oder einen Blazer. Ich zeig dir mal ist ein Wort, ein Rechtschreibwitz. Deswegen zeige ich Steini für die Leute, die jetzt so zuhören, zeige ich gerade das Handy. Klavier wird zum Beispiel mit E-A-R geschrieben. Ein Zeuger mit, oh Gott. Schlagzeuger mit O-Y. Z-O-Y. Nee, ich würde dann den Leadsänger. Der Leadsänger, C, genau. Ja, jawohl. Singt nicht nur ein Lied. 300 Euro, jetzt sind wir bei 500 Euro. Jetzt wird's spannend. Mann, oh Mann, die Luft kann man schneiden hier im Studio. Ich bin so aufgeregt. Geil. Was soll beispielsweise nach einer Operation bei der Fortbewegung helfen? A. Ein Gehbock. B. Ein Rennstier. C. Ein Laufhengst. Oder D. Ein Flitzeber. Zeig mal, wie wird geschrieben. Genau so. A. Gehbock. B. Rennstier. C. Laufhengst. D. Flitzeber. So, wir haben ja Joker. Philipp, weißt du es? Also hier. Ich habe eine Vermutung. Die Außenwette in Köln. Du hast eine Vermutung? Ja, ich auch. Du auch, soll man dann 50-50 nehmen? Wir nehmen den 50-50. Moment, was hat ihr denn für eine Vermutung? Können wir uns beraten? Ja, ihr könnt euch beraten. Was sagst du denn? Ich gehe mal vom Gehbock aus. Ja, bin ich auch. Soll ich den dann einloggen? Weil wenn der dann falsch ist, dann... Dann sind wir raus. Ist man halt raus mit 500 Euro. Ist ja peinlich, nachdem wir eben die Million... Ja, aber von den anderen her klingt es aber... Ja, aber klingt am logischsten, oder? Hol mal den Gehbock. Stimmt. Frau Müller, kommen Sie, nehmen Sie sich doch mal den Laufhengst. Da kommt gerade Jürgen Hingsen. Okay. Mach dich krass. Daniel Aminati. Kommt Kai Pflaume um die Ecke. Okay, also ich lock A den Gehbock ein. Ja? Gehbock. Ja. A. Und? Ist richtig. Da siehst du. So, für 1000 Euro. Uiuiui. Was bedeutet das Wörtchen Dito? A. Dasselbe. B. Und so weiter. C. Wohl kaum. D. Siehe unten. A. Dasselbe. Okay. Darauf wissen einen Dujardin. So. Genau. Dito. Dito. Ja, es gibt so viele Situationen. Dito, wir benutzen LOL, oder? Ja, Dito. Genau, so YOLO, oder, Dito. Oder, YOLO, YOLO, oder, Dito, genau. Oder auch Smash. Cringe. So, das ist total sus. Ist total sus, ja, Dito.
2000 Euro. Durch den Austausch eines Konsonanten verwandelt sich ein niedliches Hundebaby in A. ein stechendes Insekt, B. eine giftige Schlange, C. ein bissiges Raubtier, D. eine glitschige Kröte. Nicht schlecht. Ah, ich hab's schon, ich hab's schon. Ich sag's nochmal, ich weiß das Ergebnis. Also nochmal, durch den Austausch eines Konsonanten verwandelt sich ein niedliches Hundebaby in A. ein stechendes Insekt, B. eine giftige Schlange, C. ein bissiges Raubtier, D. eine glitschige Kröte. Wenn man das L mit dem S austauscht. Ja, du hast es auch, Philipp, ne? Ja, also sind wir uns einig. Ja. Ja, also klar, A, ein stechendes Insekt. Wir machen aus Welpe eine Wespe. Wespe. Ja. Wenn man dann wieder einen Konsonanten austauscht, dann bekommt man eine queere Frau. So. Geil, damit sind wir jetzt wieder abgeschossen jetzt auch ein worden. LGBTQ-Podcast, genau. So, für 4.000 Euro, wo wir gerade schon beim Thema LGBTQ sind, was spaltet, also 4.000 Euro, was spaltet Atome und Gemüter und müsste eigentlich bald vom Netz? A. Oggersheim, B. Oppenheim, C. Obrichheim, D. Oheim. Nochmal? Was spaltet Atome und Gemüter und müsste eigentlich bald vom Netz? Wo steht denn das Ding? A. Oggersheim, B. Oppenheim, C. Obrichheim, D. Oheim. Also Oggersheim war doch da, wo Helmut Kohl gewohnt hat. Genau. Oppenheim, das ist Robert Oppenheimer, der hat das irgendwann mal mit der Atombombe so, ne? Obrichheim, was war das letzte? Oheim. Oheim, das ist der Onkel? Mal Ausschlussverfahren klassisch, würde ich C sagen, oder? Ist Oheim nicht der Onkel von Gil? Ne? Gil? Ja. Ja, der hat ein bisschen gebraucht. Trink mal einen Pochwein. Ja, so, auf jeden Fall. Machen wir Ausschlussverfahren. Wollen wir einen Joker ziehen oder seid ihr noch nicht so weit? Bist du auch bei Obrichheim? Ja, ich bin auch bei Obrichheim dann. Ja, okay, ich lock dann Obrichheim ein. 4.000 Euro gewonnen, jawoll, Eck. So, 8.000 Euro Frage. Wie werden die Vertreter der konservativen Politik in Großbritannien genannt? A, die Commons, B, die Hollies, C, die Tories und D, die Chippendales. Weil bei Chippendales wird einiges abgehen im Haus der Commons. Ja, der Premierminister Magic Mike wieder. Hollies wäre auch schön, wenn die ganze Zeit oder Carrie Ann singt. Ja. Aber ich glaube, es sind die Tories. Die Tories. Ich lock die Tories ein. Ja, klar. Übrigens, ein Kumpel, der heißt Tory. Echt? Okay, so. Ist denn mal Eis gelaufen? Hier, Props an den Tory. Tory Wilson. Wir sind bei 16.000 Euro. Was für ein Tier ist der nordamerikanische Roadrunner? A, ein Präriehase, B, ein Kuckuck, C, ein Wildpferd oder D, ein Tausendfüßler? Also ein Kuckuck. Ja. Sicher? Ja. 16.000 Euro. Das ist Bildungsfernsehen. Ja, ich weiß. Jetzt kommt die 32.000 Euro Frage. Wir haben noch keinen Joker verbraucht. Nee. Sehr gut, sehr gut. Aha. Geil. Nimm das Lauch. So, in welche Himmelsrichtung muss man schauen, um den sogenannten Abendstern zu sehen? A, Norden, B, Süden, C, Osten, D, Westen. So. So, Stille kehrt ein, ich trinke euren Support. Abendstern ist nicht der Nordstern. Abendstern Richtung Mosel. Ist ja eigentlich die Venus, ne? Die Venus. Und die geht nicht. Dann hast du mir Autogramme auf der Venus geholt. Sagt der Trierer. Ja. Jetzt bräuchte ich vielleicht einen Joker. Okay, so, wir haben also folgende. Wir haben 50-50 Joker, Publikumsjoker, Telefonjoker oder den einen aus dem Publikum. Ich stehe gerade bei mir am Balkon und gucke auf die Lücke, da ist Norden. Wenn jetzt den Abendstern wie Venus kommt, dann müsste dann. Nee, hol mal den. Wen holen wir denn? Welchen holen wir? 50-50. Ja.
Ich schwanke zwischen zwei. Ah, der ist dann später immer noch so gut, ne? Ja, eben. Aber auch ja. Nett. Mein RTL. Können wir erstmal in die Werbepause gehen? Ja. Genau. Wir müssen auch noch 10.000 Euro rausschleudern für die Zuschauer. Achso, ja, dann oder auch Publikum. Publikumsjoker? Ja, ja. Okay, ja, hier oder? Ist der Publikumsjoker. Ja, genau. Ich habe den Publikumsjoker genommen. So, ich habe hier vier Balken. Der kürzeste Balken ist B Süden und der größte Balken ist D Westen. D Westen ist mit relativ, also 47% sagen D Westen. Ja, wenn, schließen wir uns mal der Mehrheit an. Ne? Schließen wir uns der Mehrheit an. Macht auch irgendwie Sinn, ne? Ja, würde ich schon sagen. Dann machen wir so, komm. Wir sind die FDP. Ist der echt so, 32.000 Euro gewonnen. Ja. Für 64.000 Euro die nächste Frage. Ich habe den Balkon falsch umgebaut. Na egal. So, 64.000 Euro. Wer ist nur wenige Zentimeter groß und treibt auch hierzulande sein Unwissen? Peter Maffay natürlich. Olaf Scholz. Klaus Meine. Klaus Meine. Nein, jetzt nochmal im Ernst. Wer ist nur wenige Zentimeter groß und treibt auch hierzulande sein Unwesen? A. Gemeiner Strauchdieb. B. Das Gartenschlitzohr. C. Der echte Bauernfänger. Oder D. Der gewöhnliche Spitzbube. Puh. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin froh, dass Sie diese Frage stellen. Herr Scholz. Endlich können wir mal darüber reden. Genau. Darf ich die Antwortmöglichkeiten nochmal sehen? Was haben wir denn da? Also A, gemeiner Strauchdieb, B, Gartenschlitzohr, C, echter Bauernfänger, D, gewöhnlicher Spitzbube. Tja. Also wir haben noch 50-50, wir haben noch Telefonjoker, wir können noch eine Person aus dem Publikum befragen. Da würde ich schon meinen Vater anrufen, Also es kann ja, entweder ist es Botanik, wahrscheinlicher, aber geht es bei kleinen Zentimetern um ein Insekt. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich um den, wie war das, Antwort C, der echte Bauernfänger. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach. Ja. Also nur ein Bauchgefühl. Ich weiß es nicht. Also ich bin, wollen wir telefonieren? Ja, oder? Okay, Telefonjoker, Philipp? Ja. Ja. Okay, ich drücke Telefonjoker und der Telefonjoker sagt, nur eine Antwort kommt für mich in Frage. Gemeiner Strauchdieb. Das wäre auch das gewesen, wo ich zuerst dran gedacht habe, aber ich weiß nicht, was das ist. Riskieren oder nicht? Ja, riskieren. Komm. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, wie diese App funktioniert. Ja, gewonnen. Ja, das ist genau wie die Sendung. Also, wir fliegen dann halt raus. So, wir haben jetzt die 125.000 Euro Frage. So. Boah. Bei welchem dieser Gemüse, oh, ich bin raus. Nee, bei welchem dieser Gemüse ist laut Bundesernährungsministerium der Pro-Kopf-Verbrauch hierzulande am geringsten? Nochmal. Bei welchem dieser Gemüse ist laut Bundesernährungsministerium der Pro-Kopf-Verbrauch hierzulande am geringsten? A. Porree. B. Spinat. C. Spargel. D. Rosenkohl. Also. Da zuckt man doch schon, oder? Bitte? Da zuckt man doch schon. Also da habe ich eine ganz klare Tendenz. Ja, echt? Ich eigentlich auch. Ja, ich auch. Also ich würde Porree sagen. Ich war es bei Rosenkohl. Ich war bei Porree. Ich auch. Rosenkohl ist eigentlich lecker. Nee, Rosenkohl. Rosenkohl? Ja, aber essen ich kenne so viele Leute, die keinen Rosenkohl mögen. Genau, aber Spinat kriegst du ja in allen Formen zugehauen in der Tiefkühltruhe. Ne? Ja. Ja. Sollen wir riskieren oder jokern? Porree ist in jedem Eintopf, in jeder Gemüsesuppe ist das Zeug püriert drin. Ich würde Rosenkohl sagen. Gut, wir glauben dem Veganer. Spargel fressen die Deutschen wie die Idioten. Also das muss Rosenkohl sein. Gut, ich logge Rosenkohl ein. Und wir haben gewonnen. 125.000 Euro. So, jetzt. Für 500.000 Euro. Wenn die mal echt wert. Wer trat bisher noch nicht beim deutschen Vorentscheid zum deutschen Eurovision? Wer trat bisher noch nicht beim
Wer trat bisher noch nicht beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest an? A. Scooter. B. Silbermond. C. Unheilig. D. Die Söhne Mannheims. Die Frage ist geil. So. Das ist schwer. Ja. Ja, das ist wirklich schwer. Aber das ist natürlich, ich habe eine klare Tendenz. Eine ganz klare Tendenz. Ich bin der Meinung, dass es Scooter ist. Weil Scooter immer diese harte Schiene gefahren ist und sich, glaube ich, auch nicht auf Kompromisse eingelassen hat. Das war auch mein erster Gedanke. Aber unheilig kann aber auch sein, weil die so schnell wieder weg vom Fenster waren. Ich weiß nicht. Die waren länger da, als man denkt. Ja, die waren vor allem länger da, als man sie gebraucht hat. Das steht außer Frage. Also Silbermond bin ich mir sicher. Söhne Mannheim bin ich mir zu 100% sicher, dass die bei einem Vorentscheid dabei waren. Okay. Ich wäre auch bei Scooter, aber... Sollen wir mal 54... Guck mal, wir sind bei 500.000 Euro, wir haben noch zwei Joker. Sollen wir einen aus dem Publikum fallen und 50-50 Joker nehmen? Es gab zwei oder drei verrückte Jahre, wo der Raab mitgemischt hat. Und ich meine, im Kontext vom Raab beim Vorentscheid wurde das ja alles ein bisschen lockerer. Ich meine, dass HP Baxter da mal irgendwo rumgesprungen ist. Das habe ich irgendwo so im Hinterkopf. Deswegen bin ich mir bei Scooter nicht zu 100% sicher, dass die nicht dabei waren. Mhm. Komm, dann lass doch 50-50 nehmen. Mach mal 50-50. Wenn Scooter noch drin ist danach, dann wenn Scooter und Silbermond bleiben, sind wir uns klar, dass es Scooter sind. Zum Beispiel, weil Silbermond bist du dir ja relativ gut. Ja. Pass auf, dann nehmen wir 50-50. Es bleiben übrig Silbermond und die Söhne Mannheims. Ist das geil? Also, dann glaube ich ehrlich gesagt, lass mich überlegen, dass eher die Söhne Mannheims nicht teilgenommen haben als Silbermond. Ich meine, ich habe nie geguckt. Da war ich darf ja jetzt auch nicht googeln oder so. Ich bin da nie daheim, wenn das läuft. kommt immer Tatort. Mein Wissen ist da auch ganz bescheiden. Ich tue da auf jeden Fall noch mal kurz eine Seitenwerbung raushauen. Ich habe den letzten Schier seinen Senf. Also es gab auch bei Disco Fox und bei Schier seinen Senf ein großes Special über den Eurovision Song Contest. Aha. Ja, definitiv. Dieses Jahr. Ja. Ne? Ja. Also wir sind eigentlich, tun wir so, als wären wir Experten. Ich bin quasi Thomas Hermanns in Straight. Straight Dave für Thomas Hermanns. Ah. So, ja gut, wir müssen uns entscheiden. Oder wir hauen den letzten Joker raus. Was ist das denn noch? Wenn wir jetzt den einen aus dem Publikum befragen, der wählt ja nur noch aus zweien aus. Dann können wir immer noch die Millionenfrage aus eigener Kraft beantworten. Du Optimist. Ja, oder wir pokern jetzt und sagen halt eine von den beiden. Aber Komm, ist aber doch spannender für das Publikum, wenn wir bei der Millionenfrage pokern, oder? Wo den Einzeljoker... Ja, gut, dann mach den Joker. Einzeljoker sagt, das gibt's ja nicht. Das kam heute Morgen noch im Radio. Silbermond, Antwort B. Krass. Sagt er. Wahnsinn, was haben wir für ein Glück. Was für ein Zufall. Da hat das Radio heute Morgen noch drüber berichtet, dass Silbermond noch nie dabei mitgemacht hat. Da haben die extra Ich logge jetzt Silbermond ein. Wir verstehen uns, ich logge jetzt Silbermond ein. Zack. Ja. Und wir haben 500.000 Euro gewonnen. Okay, wir haben keinen Joker mehr. Hier ist die eine Million. Tenzing Norgay. Mir platzt der Arsch vor Spannung. Moment. So, pass auf. Henning Krautmacher. Nein, es ist viel besser, weil jetzt kommt nämlich genau der Punkt, warum Steini bei mir immer auf der Liste der Telefonjoker ist. Es gibt nämlich ein Thema, von dem habe ich überhaupt keinen Plan, von dem hat Steini zusätzlich zu allem von klassischer Kultur über Popkultur richtig Ahnung und das ist Fußball. Ach du Scheiße, nee, ich habe. Jetzt kommt die Fußballfrage bei einer Million und wir haben beide keinen Plan von Fußball, Philipp, oder ich auf jeden Fall nicht. So, jetzt pass auf. Wessen Trikotsponsor war der chinesische Solaranlagenhersteller Suntech, als er 2013 Insolvenzschlagzeilen machte? A. 1. FC Köln, B. Bayer Leverkusen, C. VfL Wolfsburg, D. 1899 Hoffenheim. Wir haben keinen Joker mehr. Boah,
Lass mal gucken. Also, wessen Trikotsponsor war der chinesische Solaranlagenhersteller Suntech, als er 2013 Insolvenzschlagzeilen machte? Also, gehen wir mal Ausschlussverfahren. Bayer Leverkusen wird ja wohl, weiß ich nicht. Wäre eigentlich lustig, wenn die nicht von Bayer gesponsert werden. Genau. Ja, okay, Wolfsburg. Ja, VW, ne? Ja. Ja, okay. Ja. Hoffenheim. Ja, Hoffenheim war doch so ein Underdog-Verein, der dann auf einmal so mit in der ersten Liga dabei war, ne? Ja, Hoffenheim und wie hieß der andere Verein, der da so... Leipzig. Nein, also aus dem... Ist das Hoffenheim da so aus dem Raum Frankenthal, Sinsheim? Sinsheim, ja. Ja, genau. Okay, ja, alles klar. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob das der Chef... Die haben sehr schöne Spa neben dem Stadion. Da ist doch der Dietmar Hopp und ich glaube, der ist doch Chef von SAP. Ist das die SAP-Arena? Ja. Ja? Ich glaube, die hat. Nee, da heißt mittlerweile, glaube ich, heißt sogar Dietmar Hopp. Dann wäre es ja natürlich unsere FC. Weil ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht behaupten, aber. Soll man den FC einloggen? Das wird natürlich super auch dann, Philipp. Dann hast du den FC nochmal schön gehennest hier. Es kann sein, dass ich total auf dem Holz, wie ich jetzt bin mit den Sponsoren, aber. Nee, hey, also. Du willst es FC könnte sein? Es könnte sein, weil der FC, der hatte ja immer mal wieder auch Geldschwierigkeiten bis heute. Also aber die waren ziemlich umtriebig mit verschiedenen Sponsoren gewesen. Die waren auch lang bei dem Lebensmittelgeschäft mit den vier Buchstaben. Ja. Lidl? Ja. Nein. Lebensmittelgeschäft mit vier Aldi. Einkaufs-Dings. Nee, ach so, Aldi. Nee, Rewe. Rewe. Und, cool, wie viele da mit vier Buchstaben gibt. Penny, nee, Penny ist fünf. Penny. Ja, das war der Scherz. Nee, Digga. Klingt so ein bisschen wie die Leute mit Migrationshintergrund aus deinem Mehrparteienhaus, Philipp, ne? Die dann so sagen, ey, gehst du zu Penny? Ja, das sind aber die mit russischem Hintergrund. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch mal so ein bisschen Einblick in die Welt des russischen Akzents genießen dürfen. Und, gehst du ich weiß zu genau, Edeka? Was du damals, um das nur mal lustigerweise zu sagen, sagte die, ich hatte damals meine Herzdame, die aus Russland kam und Die sprach lustigerweise, die hatte eine Pollenallergie. Vielleicht wisst ihr jetzt schon, wo die Reise hingeht. Die sprach nämlich mal von ihrer Pollenallergie. Weil ich sehr, ja, gut, kannst du heute mal bringen, ne? Die meinte das aber so. Doch, die meinte das aber so. Nein, die meinte ja nicht so. Nein, nein, die hat das nur getan. So okay, kannst du so, oft also, über deinen Polenhass sprechen. So super. Loggen wir den ersten FC Köln ein. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das passt auch. Ja, der FC. Wäre auch so schön, ja, wenn der wäre. Dann hast du auch wieder deine. Ja, komm. Ich weiß es nicht. Okay, dann loggen wir jetzt erst FC Köln ein. 3, 2, 1. Hoffenheim. Wir haben gewonnen! Nein. Hoffenheim war es, ne? 500 Euro haben wir gewonnen. Ja, Hoffenheim war es. Scheiße, ich habe noch gedacht. Ach, scheiße. Im letzten Moment habe ich noch gedacht, Hoffenheim könnte da aber auch sein wegen dem. Ja, FC Köln, ne? Was für eine Scheiße. Zeit war Rewe. Habe ich doch gesagt, Hoffenheim. Die ganze Zeit, ja. Wieso hört ihr denn nicht zu? Du hast dich nicht durchgesetzt, das war alles. Oh, verdammt. Mhm. Schade, das hätte jetzt, ja gut, mit diesem enttäuschenden Ende gebe ich mal zurück in Funkhaus sozusagen. Ja. Also ich sag mal, das hätte natürlich jetzt ein fulminantes 1 Million Gewinn sein, inklusive FC Köln nochmal gefeatured, so, da wäre perfekt gewesen. Aber nein, hat nicht sollen sein. Aber so ist das Leben halt auch. Wer war es denn jetzt? Die Verbindung war jetzt irgendwie kurz weg bei mir. Also, Hoffenheim. Hoffenheim, ja, scheiße, ey. Ja. Drecksfußball. Ein Frustkäsebrötchen. Genau. Essen, so. Ist jetzt das letzte Käseschnittchen hier. Vor lauter Frust. Genau, nee. Ja. Ey, genieß das, Steini. Auf jeden Fall. Hast du dir verdient. Du hast sehr dir verdient, aber auf jeden Fall. Du hast sehr massiv Sieg zu einem beigetragen. Richtig guten Sieg beigetragen und noch viel mehr zu einer exorbitant tollen Podcast-Folge, die, denke ich, sehr, sehr viele unsere ZuhörerInnen genießen werden. Absolut, absolut. Was ich besonders toll finde, ich glaube, du gehörst zu den Gästen, die mehr Follower haben als wir. Das heißt, wir profitieren hier von mehr als du. Also mach schön Werbung für uns in deiner Victory-Fangruppe. Mhm. Vielleicht können wir darüber so ein paar sind in der Victory-Fangruppe auch viele Scorpions-Hasser. Dann können wir uns vielleicht so ein paar Fans schnorren. Andersrum ist natürlich schwer. Also folgt euch Doro Pesch. Dann habe ich jetzt ein Problem. Du weißt schon. Ja, das ist ja. Ups. Ja. Frau Pesch, alles gut. Nicht sofort einen Herzinfarkt kriegen. Das ist auch in Ihrem Alter nicht mehr angebracht. Dann sind nämlich die schwarzen Augen nicht mehr geschminkt. Jesus Christ.
Nein, ich würde auch mit Doro Pesch knutschen. Aber siehst du. Du weißt schon, dass Victory und Scorpions aus derselben Stadt kommen. Ja, die mit dem perfekten Hochdeutsch, ne? Jo. Oh, gut, ist egal. Ich sag mal so, wenn du mal wirklich Lesestoff für auf Tour brauchst und mit Victory richtig lachen willst, dann gebe ich dir aus meinem, hier rechts neben uns steht mein großer Bücherschrank, dann gebe ich dir die Autobiografie von Rudolf Schenker mit. Die hat Philipp mir zu Weihnachten geschenkt. Die Autobiografie von Rudolf Schenker trägt den tollen Namen Mach dich krass. Nein, Quatsch. Aber die Autobiografie von Rudolf Schenker hat er geschrieben, ich habe sogar den Namen vergessen. Ah, na, doch, Rock Believer. Nee, Quatsch, so hieß die Platte. Rock, nee. Wie auch immer. Diese Autobiografie hat der Rudolf Schenker tatsächlich geschrieben, zusammen mit einem Motivationscoach. Und so der Kontext ist, ich bin der Geilste und wenn du halt hier liest, kannst du genauso geil sein. Und das Schöne daran ist, ich gebe dir meine Version mit, weil die habe ich mit Bleistift kommentiert. Für unseren Podcast. Mhm. Und dann hast du richtig Spaß. Also und Victory auch. Hier, schöne Grüße, unbekannterweise. Ich weiß nicht, wer von euch noch mit Klaus Meine Shampoos trinkt? Auf die deutsche Einheit, aber wahrscheinlich keiner. Außer David Hasselhoff. So, genau. In diesem Sinne sagen wir noch schnell den Kindern da draußen an den Volksempfängern auf Wiedersehen. Die Zeit ist schon wieder um. Und Steini, danke für deine Zeit. Danke für den schönen Input. Wir hatten, kam jetzt auch nichts Gutes im Fernsehen heute Abend. Und Dienstags. Ja, es ist halt Dienstag. Ne? Heute ist Dienstag. Eigentlich ist ja heute, also wenn die Folge rauskommt, ist Freitag. Ne? Also ja, Dienstag, Freitag. Genau. Auch ein schöner Name für die Folge. Aber unsere Folge heißt ja jetzt Klassenfahrt zum Titisee. Aber auch ein Ding noch ganz kurz zum Schluss, was auf Tour immer wieder vorkommt. Irgendwann weiß man nicht mehr, welcher Tag ist. Okay, ja gut, das kann ich nachvollziehen. Ja, genau. Ist immer Samstagabend. Ist aber eigentlich, glaube ich, sogar noch naheliegender als dieses Tour-Klischee, von wegen man weiß ja, in welcher Stadt man ist. Ich glaube, das weiß man nämlich. Doch, das weiß man. Ja. Gut, liebe Disco-Fox-Army da draußen, haben wir noch irgendwas zu announcen? Nein. Ihr schaut bitte in die Shownotes. Ihr schaut euch bitte die ganzen Links an, die wir diesmal brutals gesammelt über Steinis Schaffen gesammelt haben. Ihr hört in unsere Playlist rein, hört euch die ganzen Songs an von den Bands und Projekten, mit denen Steini die Bretter, die die Welt bedeuten, rockt. Und ansonsten bleibt uns treu, bleibt euch treu, esst jeden Tag einen Apfel und bleibt gesund. Das war's von uns. Wir wurden präsentiert von 54.de, 5 als Zahl, 4 als Wort.de, wo ihr den heißen Scheiß in der Region Trier abgreifen könnt. Und natürlich von skillcontrol.de, wo ihr den heißen Scheiß im Bereich Musik machen lernt. Wusste Musik machen lernen kannst, abgreifen könnt. Tu's, genau. So, in diesem Sinne, Philipp, hast du noch was hinzuzufügen oder? Ja, allerletzte Worte von mir. Auch nochmal ein Riesendank an dich, Steini. Das war eine sehr, sehr coole Folge. Ansonsten, ihr da draußen, Johannes hat schon gesagt, bleibt gesund. Vor allen Dingen, wenn ihr heute am 11.11. hier in Köln loszieht mit dieser Folge auf euren Kopfhörern Richtung Zülpicher Platz oder Richtung Heumarkt unterwegs seid. Und wenn ihr zufällig wissen wollt, wo ihr heute kostümiert meine Musik hören könnt, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage kurz vorbei. Ich bin nämlich die dollen Tage einige Male im Raum Köln zu sehen. Sehr, sehr viel, wo ich sehr bin, also, wenn ihr Bock habt, Karneval zu feiern und mich zu sehen, sage ich alle ab zusammen, könnt rum und hört ein bisschen nette Musik und feiert schön zusammen, jetzt Fähre, jetzt Lache. Und in diesem Sinne beschließe ich diese Folge am 11.11. mit einem Kölle Alaf. Oh.